Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Heute sind wir wieder live im T&E-Talk und zwar auf den gewohnten Kanälen, natürlich beim T&E-Magazin auf YouTube als auch auf Twitch. Wir sind beim David Reich vom Tesla-Welt-Podcast und wir sind natürlich bei mir im Kanal hier auf YouTube, Hasing Danzai. Direkt vorweg, wer den nächsten T&E-Talk auch nicht verpassen will, direkt mal auf den Abo-Knopf drücken, am besten bei allen Kanälen, auf allen Plattformen, dann verpasst ihr auch garantiert nichts. Heute geht es um E-Mobilitätsaktien und Investment in erneuerbare Energien. Das heißt, wir wollen mal beleuchten, wie kann man denn jetzt in dieser ganzen Ära des Wandels Richtung nachhaltiger Energie, nachhaltiger Mobilität etc., wie kann man da auch mit partizipieren, Altersvorsorge schaffen, Geld anlegen, Geld verdienen, Geld gewinnen sozusagen. Darüber wollen wir mal sprechen, was für Chancen es gibt, was für Risiken es gibt, welche Anlagewerte unserer Meinung nach vielleicht sinnvoll sind, sich mal anzusehen und welche vielleicht eher nicht. Und da haben wir heute Gäste dabei, natürlich, wie immer, geladen und zwar aus der Ferne, diesmal über See, den Dr. Mario Herger. Der ist direkt mal hier bitte zuzuschalten und wir haben den Oliver Dornisch. Den wollen wir jetzt direkt mal hier sehen. Hallo zusammen. Ach, sieh mal an, Alfred Maidorn ist auch dabei. Ja, wir hatten bis zur letzten Minute haben wir gezittert, ob er kommen wird. Wir hatten jetzt keine Rückmeldung mehr. Jetzt bin ich total glücklich, dass das geklappt hat. Okay, dann muss ich jetzt die Vorstellungsrunde nochmal eben abschließen, damit wir wissen, mit wem wir hier zu tun haben. Also, Alfred Maidorn. Du bist Finanzjournalist und hast das Börsenmagazin Der Aktionär mitentwickelt. Du bist also schon sehr lange im Thema von Anlagen, Investments etc. beheimatet. Du kennst dich da aus. Ich lese auch immer wieder gerne deinen Newsletter, den du täglich verschickst und schaue natürlich auch im Aktionärs-TV auf YouTube gerne deine Maidorns Meinung folgen. Finde ich immer sehr, sehr erhellend. Mit dabei haben wir auch den Dr. Mario Herger, habe ich gerade schon erwähnt. Er ist Forscher in Technologietrends, verfasst Bücher, hält Vorträge und sitzt im Silicon Valley drüben in den Staaten und beschäftigt sich halt damit, was so die Firmen dort rund um Technologie und Zukunft zu bieten haben oder zu bieten haben werden. Und das ist ja das besonders spannende Thema bezüglich Anlage in Aktien oder in sonstigen Investments in Firmen etc. Da will man genau wissen, was passiert da technologisch. Auch an dich, Mario, herzlich willkommen. Und der Dritte in der Runde ist der Oliver Dornisch. Er ist, jetzt habe ich die Firma leider gerade nicht parat, da musst du mir gerade mal helfen, Oliver. Dann muss ich das Mikro einstellen, Trade and Value AG. Genau, Trade Value AG, also du bist Investment-Mensch, der dort Vermögen verwaltet von Menschen, die sagen, ich weiß nicht, was ich mit all dem Geld machen soll. Das gebe ich dem lieben Oliver Dornisch und der schaut dann mal, was man damit so erreichen kann. So habe ich deinen Job verstanden. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt hier, dass wir alle zusammen in dieser Runde sind und mal darüber sprechen, wie kann man sein Geld anlegen, insbesondere rund um das Thema natürlich E-Mobilität und auch erneuerbare Energien. Alfred, vielleicht fangen wir mal mit dir an, weil ich dich jetzt auch von deinen Inhalten, die du publizierst, auch am besten kenne. Jetzt geht hier der Staubsaugerroboter an. Das ist Technologie, die begeistert. Jetzt müssen wir gerade die Türe zumachen. Jesus, wird es da mal sauber. Wer hat den denn bloß programmiert? Das war auf jeden Fall nicht Elon Musk und auch nicht Tim Cook. So, Alfred, wer hätte es gedacht, 2012 habe ich mir angesehen, wie Elon Musk das erste Tesla Model S an einen, ich glaube, Kompagnon in der Firma ausgeliefert, übergeben hat. Da gab es damals auch einen Livestream, alles noch deutlich hemdsärmeliger als heute und hat das Auto übergeben. Da habe ich Elon Musk und Tesla so das erste Mal so richtig wahrgenommen und habe dann gedacht, ich kaufe einfach mal 10 Aktien davon. Damals zu einem Kurs von, ich glaube, 23 Euro. Gute Jetzt frage ich dich, wie reich wäre ich heute, hätte ich sie behalten? Ach so, hast du also nicht behalten. Das ist eine gemeine Frage, ne? Tesla-Aktien darf man nie verkaufen, immer nur kaufen. Das okay, also der größte Fehler, den ich gemacht habe, zu verkaufen, da gebe ich dir recht. Ich habe sie dann, glaube ich, bei knapp 100 Euro verkauft und habe mich gefreut wie ein Schneekönig, weil das war das allererste Mal, dass ich Aktien gekauft habe. Bis dahin hatte ich, und da war ich so
35 Jahre alt, hatte ich mit Aktien gar nichts am Hut. Deswegen mal generell zu dem Thema. Ach so, ich muss noch die Zuschauer begrüßen, darf ich nicht vergessen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ihr habt jetzt eine Aufgabe, und zwar schreibt mal in den Chat, habt ihr Aktien? Wenn ja, dann schreibt man eine 1, wenn nein, schreibt man eine 2. Ja? Also auch eine 1, wenn ihr es vorhabt. Ja? Das würde mich interessieren, wie wir so eine Verteilungslage haben. Denn Alfred, jetzt nochmal zurück zu dir. Wie viele Prozent der Deutschen haben denn überhaupt Aktien im Depot oder im weitesten Sinne irgendwelche Beteiligungen über Fonds? Das sind wenig. Ich glaube, es sind im Moment so knappe 20%, sowas in der Größenordnung. Also relativ wenig. Damit sind wir sehr weit hinten im internationalen Vergleich. Den Amerikanern sind wir bei 50-60% Aktienanteil. In vielen anderen europäischen Ländern auch. Also hier sind wir noch ein bisschen hinten dran, aber seit ja, ungefähr 2 Jahren, seit Corona interessanterweise, ist doch zu verspüren, dass immer mehr Anleger sich an den Aktienmarkt trauen und auch dabei bleiben. Das finde ich eigentlich ganz schön, denn ja, es ist nun mal nachweislich die beste Geldanlage, wenn man einen längeren Zeithorizont hat. Woran liegt das, dass die Deutschen da so abfallen im internationalen Vergleich? Das ist eine gute Frage. Irgendwie bei den Deutschen ist es so, entweder sie haben irgendwelche Mitarbeiteraktien und lassen die ewig liegen, oder aber sie zocken wie die Wahnsinnigen. Es gibt keine gesunde Mittelschicht. Also es gibt nicht Leute, die einfach investieren, vielleicht auch ein bisschen spekulieren. Aber wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg der Besserung. Ich merke das auch, dass viele Leute neu sind, sich interessieren und auch wirklich nachhaltig interessieren, auch Sparpläne nachfragen. Also das ist schon ein guter Trend, der sich da abgezeichnet hat in den letzten, ja, muss man sagen, 1,5 bis 2 Jahren. Okay, ja, ich habe es auch irgendwie erst spät geschnallt. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Nein, das stimmt, 2012, das war noch relativ früh, ja, ist ja schon 10 Jahre her. Ja, das ist 10 Jahre her und ich hätte all mein Geld reinstecken sollen, so im Nachhinein, aber hinterher ist man halt immer schlauer, das ist das Problem mit Aktien. Mario, wenn man in Werte investiert, dann sollte man auch wissen, was da so hintersteht. Und da sorgst du auf der technologischen Ebene für, dass du da so einen Einblick bekommst und den auch letztendlich dann ja, deinen Konsumenten dann ja, ausbreitest. Und da hast du einen bestimmten Fokus. Erklär doch mal gerade kurz, wo genau dein Fokus denn liegt technologisch und was du dir genauso anguckst. Technologisch gesehen natürlich, weil ich im Silicon Valley wohne, zwei Dinge, das ist Elektrofahren, natürlich. Die Tesla-Fabrik ist ja nur 10 Minuten nördlich von mir, und autonomes Fahren. Und da versuche ich halt so eine Art Status-Update immer zu machen über meinen Blog, derletzteführerscherneuling.com, um eben auch deutschsprachigen, speziell deutschsprachigen, dann eben einen Einblick zu geben, wo wir heute sind. Ja, das übrigens findet ihr alles in der Infobox verlinkt. Den Link zu Alfred Maidorn, zu Mario Herger und auch zum Oliver Dornisch habe ich, glaube ich, auch irgendwas gefunden. Bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Mario, wie tief muss man denn eintauchen? Du sagst jetzt Tesla und autonomes Fahren. Bei Tesla ist es einfach. Das ist jetzt hier in der Community relativ gut bekannt. Beim autonomen Fahren wird es ja schon schwieriger. Da gibt es ja viele Player, die uns auch gar nicht so bekannt sind. Wir haben ja auch schon mal, ich glaube, beim M3T-Talk haben wir schon mal drüber gesprochen letztes Jahr. Nenn doch mal so ein paar Namen, die man eigentlich nicht kennt, aber vielleicht mal gehört haben sollte in dem Themenumfeld. Ja, ich denke, mit dem autonomen Fahren sind wir heute dort, wo wir vielleicht vor 5 oder 6 Jahren mit Elektroautos waren. Ja, also ich erinnere mich noch, 2015, 2016, musste ich noch erklären, wer Elon Musk ist in Deutschland. Das war nicht so bekannt. Heute kann man seine Auflage verdoppeln, wenn man den aufs Cover setzt. Also der Gott sei bei uns. Das heißt, autonomes Fahren ist ja die nächste Disruption, die auf die Automobilindustrie zurollt, auf uns. Es ist schon schwierig genug, jetzt Elektroautos zu verstehen und darauf zu reagieren. Für viele jetzt haben dass ja viele zähneknirschend akzeptiert, dass es kommt von den traditionellen Herstellern. Jetzt sieht man auch, wie schwer sie sich dabei tun, wo man lange gelächelt hat über Teslas Probleme, dass sie ihre Produktion hochziehen. Aber autonomes Fahren ist noch einmal eine ganz andere Geschichte, weil es halt da noch sehr viel stärker um das digitale Element geht, also die Software, die künstliche Intelligenz und so. Und die bekanntesten Player oder die am weitesten fortgeschritten sind, die auch die größten Flotten haben, die herumfahren hier im Silicon Valley, das sind halt Waymo, diese Google-Schwesterfirma, und Cruise,
eine andere und auch mit tiefen Taschen, beispielsweise Zoox, die ja von Amazon gekauft worden sind. Insgesamt gibt es aktuell 50 Unternehmen, die in Kalifornien eine Lizenz haben, autonome Autos auf öffentlichen Straßen zu testen. 7 davon dürfen sogar fahrerlos fahren. Sind gewisse Einschränkungen da. Das heißt, da muss kein Sicherheitsfahrer, der für alle anderen vorgeschrieben ist, mehr drinnen sitzen. Und 2 davon tatsächlich, Waymo und Cruise. Cruise gehört zu General Motors übrigens. Bieten bereits einen Roboter-Taxi-Dienst an, wo sie kommerziell fahren dürfen. Das heißt, sie dürfen Geld dafür verlangen. Und sie fahren auch beide schon fahrerlos in San Francisco. Waymo auch noch in Phoenix. Waymo übrigens hat gerade erst diese Woche den 800.000. fahrerlosen Kilometer im Roboter-Taxi-Dienst gefeiert. Okay, Waymo ist natürlich auch tatsächlich ein Begriff. Jetzt von den 50, ich sag mal, Firmen ist natürlich jetzt für den Laien gar nicht so einfach dann zu sehen, wo könnte ich denn da jetzt Informationen herholen, um dann auch zu entscheiden, wo macht es Sinn, vielleicht ein bisschen zu spekulieren oder eher langfristige Investments zu tätigen. Vielleicht gehen wir da mal zum Oliver. Mich würde mich interessieren, da er tatsächlich Vermögen verwaltet und Geld anlegt und damit erspielen möchte ich nicht sagen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber wie entscheidest du denn, lieber Oliver, worein du jetzt mit Geld gehst und was vielversprechend ist und was vielleicht nicht? Erklär das doch mal bitte den Zuschauern, wie man da so herangeht als Profi. Damit wollte ich so ein bisschen in die Fundamentalanalyse reingehen, wo der Mario ziemlich weit ist, wo ich denke, wo auch der Börsenjournalist ziemlich weit ist. Wir selber sind jetzt, ich habe gerade noch mal ins Depot reingeguckt, gar nicht jetzt irgendwie in Tesla oder ähnliche Aktien investiert. Ich war, als es abwärts ging, noch vor dem Kriegsbeginn in ein paar speziellen Titeln wie Clearwise heißen die mittlerweile. Wir arbeiten oft mit Börsenkürzeln. Das ist die Abo Wind. Gibt es noch eine andere Gesellschaft oder die PNE Wind. Da waren wir investiert. Allerdings habe ich 2 Tage nach Kriegsbeginn alles glattgestellt und habe mich selber an die Grenze zur Ukraine begeben. Deswegen ist jetzt im Depot nichts drin. Ich bin auch erst vorgestern Nacht zurückgekommen, habe teilweise 3 Familien bei mir im Haus gehabt. Jetzt 2 sind noch da, die sich ins Zimmer verziehen müssen. Also da muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Bei uns ist tatsächlich das Geschäft teilweise auch Tagesgeschäft. Diese Wellen hätte man jetzt natürlich hervorragend greifen können. Ein so ein Beispiel ist zum jetzt, dass wir auch eine Nordex kaufen für einen kurzen Zeitraum, allerdings langfristig mir die einfach nicht gefallen, weil die Margen zu gering sind und die Verschuldung zu groß ist. Das sind dann schon Dinge, die müssen angeguckt werden und ich habe es jetzt auch gar nicht geschafft. Als wir den Termin damals ausgemacht haben, habe ich gedacht, ich hau den Mario irgendwann mal an, bin mit ihm über Facebook verknüpft und tausche mich dann noch so ein bisschen in der Vorbereitung aus. Also ich würde die Frage gerne an der Stelle aktuell weitergeben, aber grundsätzlich kann ich sie natürlich beantworten. Es geht natürlich um dieses Wachstum, das eine Firma hat, möglichst mit einer niedrigeren Verschuldung oder die Verschuldung passt halt einfach dazu, dass man sieht, das Wachstum ist so gewaltig, dass auch irgendwann abgebaut werden kann. Ich bin aber auch nicht derjenige, der jetzt überall einfach nur der tollen Idee hinterherläuft, sondern es ist schon so, dass die Werte schon ein bisschen gestandener sein müssen, dass man die Idee, dass ich das Unternehmen halt verstehe, so wie Buffett eben auch. Mir ist da lieber auch kleinere Unternehmen spezialisiert. Also ich würde jetzt mal auf die Zukunft gerade denken, das interessiert ja auch die Anleger oder Zuschauer, hatte mir mal notiert, so ein Verbund aus freien Werkstätten, die einfach Akkus entfernen und einzelne Zellen oder auch die Verbindung dabei erneuern, sodass man dann nicht irgendwie für 15.000 Euro bei Tesla eine Batterie kaufen muss und dabei noch die alte auch noch vor Ort lassen. So, da kenne ich mittlerweile 3, 4, allerdings nicht in Deutschland. Das ist in Kiew tatsächlich eine Werkstatt, in Odessa, in Budapest. Und es gibt sicherlich noch einige mehr, in den USA sowieso. Das finde ich so die interessanten Themen, wenn sich sowas ergeben wird. Oder halt eben die freie Werkstätten, wenn die sich darauf konzentrieren würden, eine ATU oder ähnliches, aber ATU ist, glaube ich, gar nicht börsennotiert mehr. War, glaube ich, die Anleihe bloß.
Okay, ja, verstehe ich. Vielen Dank übrigens für dein Engagement, da, ja, ich sag mal, Flüchtenden zu helfen. Das finde ich richtig, richtig großartig. Trauriges Thema, aber wir wollen heute über gute Zeiten sprechen, hoffentlich. Alfred, wie sollte denn jetzt, wir haben es gelernt, okay, nur 20% der Bürger sind ungefähr investiert. Vielleicht rufen wir gerade mal den Tobias aus dem Chat, aus der Chatbetreuung hier rauf. Tobias, wie ist das Stimmungsbild? Haben wir viele Anleger dabei? Stimmt die Quote mit den 20% bei uns auch? Tobias, ich kann dich nicht hören. So, jetzt, sorry, jetzt müsste es gehen. Ja, also das Stimmungsbild ist ganz gut. Also wir haben tatsächlich, wenn ich das Stimmungsbild hier so sehe, würde ich sagen, sind es 90%, die jetzt schon Anleger sind, also Aktienanleger. Das finde ich ganz gut. Und, okay, ich würde sagen, dass die Bestätigung, dass das Thema unter den Anlegern eher zieht als unter den Nicht-Anlegern. Wahrscheinlich liegt es daran. Ja, richtig, richtig. Wir haben aber jetzt auch, was ich sehr interessant finde, von dem Robert, der sagt, Tesla-Aktien kaufen, dafür sei es jetzt schon zu spät. Könnt ihr da was zu sagen oder eure Meinung? Weil da grenzt noch eine Frage dran, die finde ich auch sehr spannend. Man spricht ja momentan von einem Split oder nochmaligen Split der Aktie. Und jetzt fragt jemand, wie es wo aussieht, wie der Split aussehen würde. 1:5, 1:4. Habt ihr da irgendwie was oder wie ist eure Meinung dazu? Alfred, ich würde mal vorschlagen, dass du mal versuchst, das einzusortieren. Ja, da fällt mir übrigens gerade ein, ich habe ja den Mario Heger getroffen. Wann haben wir es getroffen? Ich glaube 2019, ne? Auf dem Börsentag in Kulmbach. Da waren wir noch beide der Meinung, dass Tesla auf 5.000 Dollar steigt. Da waren wir uns einig. Das war übrigens vor dem Split. Das wären dann heute noch ein bisschen mehr gewesen sogar. Und auf jeden Fall, es ist, glaube ich, noch nicht zu spät, Tesla zu kaufen. Ich glaube, da wird sich Mario mir sicherlich anschließen. Denn der Markt wächst ja noch riesig. Wir sind im Moment weltweit bei 8% Elektroautoanteil. Ich denke, wir werden relativ früh Richtung 50% kommen. 25, 26 und dann ab 2030 eher in Richtung 80-90%. Das ist das eine. Tesla wird die Margen weiter hochfahren können. Man wird also überdurchschnittlich proportional schneller im Gewinn wachsen als im Umsatz. Und dazu kommen natürlich noch die ganz anderen Geschäftsbereiche, die jetzt noch nebenher laufen. Es kommt noch der Semi-Truck. Man ist unheimlich stark im Bereich Solar und vor allen Dingen Energiespeicher, sowohl für den Hausgebrauch. Ich selber habe eine Solaranlage mit Tesla Powerwall. War übrigens auch selbst ein Tesla seit 5 Jahren. Und da ist noch so viel möglich im Bereich neue Branchen erschließen, in der bestehenden Branche weiter wachsen, die Margen hochbringen. Und wer Elon Musk kennt, der weiß, dass ihm vielleicht auch nochmal irgendwann was Neues einfallen wird. Eigentlich sind die Grundsteine gesät, jetzt geht es nur noch um Wachstum. Man hat ja Probleme, die Nachfrage überhaupt befriedigen zu können. Darum ist es umso wichtiger, dass jetzt Grünheide im Start ist, dass auch Texas läuft und das werden sicherlich nicht die letzten Gigafactories gewesen sein. Also wenn ich irgendwas gelernt habe in meiner langen Zeit an der Börse, ich habe tatsächlich im Jahr 1997 am ersten Handelstag Amazon-Aktien gekauft. Nur kurz zur Erläuterung, ich habe sie dann verkauft nach 4 Monaten mit 100% Gewinn. Habe mich wahnsinnig gefreut. Heute werden aus meinen 3.000 Mark waren es, wären dann über 2 Millionen Euro geworden. Insoweit gute Aktien halten, solange wie es irgendwie geht. Oder man macht so wie ein Kollege von mir, der hat Tesla-Aktien gekauft, hat dann die PIN-Nummer von seinem Konto verbrannt, damit er sie bloß nicht verkaufen kann. Warte ich jetzt drauf. Ja, ich weiß nicht, worauf er wartet, aber. Welche überraschende Empfehlung eines Börsenprofis, Aktien kaufen und die PIN wegschmeißen von der Bank. Das finde ich großartig. Das wird der Titel des Videos im Nachhinein. Ich hätte sonst noch mal eben 2 Sachen. Einmal an den Mario. Mario, ich soll dich ganz lieb von Uwe Kröger grüßen. Und Uwe, dein Blog ist super. Das wollte ich noch mal eben grüßen. Der Markus S. schreibt noch mal eben, also er kauft immer Tesla-Aktien dazu, wenn er Geld übrig hat. Das war erstmal das soweit aus dem Chat. Okay, danke Tobias. Ja, bitte. Vielleicht kann der Alfred trotzdem noch die zweite Frage beantworten. Wenn wir von einem Aktiensplit schon wieder bei Tesla reden, vielleicht kannst du kurz erklären, warum passieren solche Splits?
Und warum schon wieder bei Tesla, jetzt so zeitnah nach dem letzten, und in welchem Split können wir rechnen? Also Split hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen will man, dass auch Privatanleger Aktien zu kleineren Beträgen kaufen können. Also die teuerste oder eine der teuersten Aktien der Welt ist Berkshire Hathaway, kostet mittlerweile $500.000. Da hat man dann auch irgendwann eine zweite Aktie eingeführt, die für ein paar hundert Dollar zu haben ist. Und es war ja auch so bei Tesla, also es gibt ja Leute, die wollen nur 300-400 Euro investieren, die können nicht mal eine Tesla-Aktie kaufen. Das ist der eine Grund, dass man eben Privatanleger auch haben will als Aktionär und deswegen die Kurse optisch günstiger macht. Und der zweite Grund ist der, und ich glaube, das ist der Grund für diesen Split, dass man wahrscheinlich sogar in den Dow Jones will, in den wichtigsten oder einen der wichtigsten Indizes. Denn bei dem ist es so, das ist ganz merkwürdig, da geht es nicht um die Firmengröße, wie stark eine Aktie gewichtet ist, sondern es geht darum, wie hoch der Kurs ist, der absolute Kurs. Und wenn ein Kurs 1000 ist, dann ist die Aktie dann 10-mal so stark gewichtet wie eine Aktie, die $100 kostet. Und wenn Tesla jetzt bei $1000 in den Dow Jones kommen würde, dann wäre die Aktie 5-mal so hoch gewichtet wie Apple, obwohl Apple ja immer noch mehr als doppelt so teuer ist wie Tesla. Insoweit ist das, kann das ein Grund sein. Und wenn das so ist, dann müsste der Split eher so im Bereich irgendwas zwischen 1:5 oder 1:10 sein. 1:5 würde man bei 200 rauskommen, vielleicht sogar 1:10, dann ist man bei 100. Das wäre so eine Größenordnung, die ich mir vorstellen könnte. Okay, also wir halten fest, 5-mal bis 10-mal so viele Aktien dafür günstiger zu haben, und du siehst ein Verfünffachungspotenzial des Wertes von heute. Das ist nicht ganz richtig. Das habe ich damals gesehen, jetzt. Also mein Kursziel auf Sicht der nächsten 2 Jahre sind so um die $3000, also nochmal eine Verdreifachung. Okay. In den nächsten 3 bis 4 Jahren. Okay, also quasi ein Stück nach unten angepasst, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, gar nicht. Nee. Also die 5000, das war 2009. Ach so, vor dem Split. Also okay, verstanden. Okay, Oliver Dornisch, du bist gerne auch mal short auf Tesla, weiß ich aus der Vergangenheit. Traust du dich noch, wenn du sowas hörst? Ja, klar, traue ich mich auch. Das sind dann teilweise kurzfristige Geschichten, oder ich lag auch falsch. Ne? Das liegt aber dann in der Gesamtstrategie. Dann laufen halt andere Shorts vielleicht mit, ja. Und die Gesamtstrategie zählt dann einfach. Also wenn sie sind ja schon öfters mal technisch überkauft gewesen, gab jetzt auch einen Einbruch, glaube ich, von 1200 auf $750 innerhalb weniger Wochen. Also da hatte auch noch jemand, glaube ich, bei 1100, nachdem Elon fertig war mit Verkaufen, gesagt, er geht jetzt short. Und einer der Großen, ich vergesse mal die Namen, die hören sich immer alle gleich an, Alfred Weiss bestimmt, oder hier, Weiser Pratt war es nicht. Ja, da gibt es so viele, die sich da die Finger verbrennen fortlaufend. Die muss man sich nicht merken. Er hat ja auch einen Weg nach oben auch verkauft. Vielleicht schaffe ich es, den Namen nachher nochmal rauszusuchen. Und weil er ziemlich hohe Verluste hatte, und dann habe ich mich gewundert, wie er dann bei 1100 short gegangen ist. Oder fand ich ganz interessant. Haben wir da auch teilweise mitgemacht. Und dann ging das tatsächlich ja bis auf 760. Ich habe jetzt allerdings in den letzten 30 Tagen nicht bekommen, ob er irgendwann auch wieder glatt gestellt hat. Es gibt da auch eine ganz interessante Geschichte, nämlich diese Short-Selling-Quoten. Ja, das sollte man auch immer verstehen. Die sind oft sehr hoch gewesen und jetzt auch teilweise noch relativ hoch. Ich guck mal gleich, dass ich nochmal raussuche, dann melde ich mich dazu später nochmal. Dass die teilweise 5% der Aktien short sind. Und dann muss man einfach wissen, auch als nicht erfahrener Anleger, dass immer, wenn von diesen 5% wieder welche zurückkaufen müssen, sind sie natürlich als Käufer aktiv. Das heißt, wenn der Kurs nach oben läuft, dann gibt es eine Dynamik nach oben, weil die sich eindecken müssen. Und auf der anderen Seite, wenn der Kurs dann doch in ihre Richtung läuft und von den restlichen 95%, wovon man schon Elon Musk und andere festen Anleger abziehen muss, da bleiben vielleicht noch 50% übrig, die bereit sind, die wöchentlich, täglich mal auf den Kurs gucken und bereit wären zu verkaufen. Wenn von diesen dann weniger gewichtet als 5% überhaupt verkaufen wollen, dann kann der Kurs halt auch einfach nicht fallen. Ne? Das ist halt, eins muss so einfach wie es klingt, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Und wenn halt die Leute Angst bekommen,
und sehr hoch gewichtet, Tesla sehr hoch gewichtet ist und vor allem, wenn andere Aktien auch schon eine Riesenkorrektur gemacht haben, dann kann man halt auch aus den Fonds heraus Liquidität schaffen, wenn man sehr hohe Mittelabflüsse bekommt. Das war jetzt wieder gerade so mal nicht der Fall. Aber wenn wir halt mal einlenken in eine längere Abwärtsbewegung, die auch mal wieder 1, 2, 3 oder 4 Jahre gehen kann und die Aktie hält sich lange oben, dann geht man dann irgendwann zum Schluss auch mal über und sagt, wir verkaufen jetzt mal noch eine Tesla, weil ich dafür noch ziemlich viel Geld bekomme, die anderen Sachen, die ich noch drin habe. Also das sind so alles Bewegungen auf ganz vielen Ebenen, die man alle mit berücksichtigen sollte. Zudem habe ich jetzt vorhin mit einem Auge, ich bin noch nicht wirklich richtig drin im Geschäft, 7,3% Inflation war wahrscheinlich die in Deutschland verkündete. Das ist auch ein super interessantes Thema, weil sich beim Thema Inflation müssen wir uns natürlich überlegen, kann derjenige, der produziert und auch Preisanstiege in den Rohstoffkosten, in den Energiekosten etc., diesen Preis auch durchleiten oder reduziert das Ganze seine Marge? Also das muss der Anleger auch beachten. Und wenn es halt wirklich drüber und drunter geht, muss man sich halt auch fragen, wer kann sich alles noch ein Auto für mindestens, also Vorsteuerscheck, den es noch dazu gibt, 45.000 € oder 45.000 $ leisten. Ja, wie hoch ist die Sättigung des Marktes auch, wenn die Stimmung dauerhaft schlechter ist? Allerdings, die Inflation ist eher positiv, dass man sagen kann, Mensch, wenn die Preise sowieso alle steigen, dann steigt halt auch eine Tesla-Aktie. Allerdings muss sie halt auch mindestens dann für einen deutschen Anleger, falls die Inflation weiterhin durchschnittlich 5 bis 7% im Jahr ist, auf die nächsten 3 Jahre, muss sie halt auch 20% steigen, dass man keinen Verlust hat. Ne? Alfred, das klingt alles sehr kompliziert. Für mich jetzt, der jetzt zwar ab und zu mal mit Aktien, ich sag mal, sich ausprobiert, wie kann man es dem Anleger denn einfacher machen, außer deinen Newsletter lesen? Es ist überhaupt nicht kompliziert. Also man kann sich alles kompliziert machen, man kann aber auch alles ganz einfach machen. Und Börse kann man ganz einfach machen. Wenn man nämlich einfach sagt, ich kaufe mir Aktien von den Unternehmen, ich kaufe ja letztendlich, ich beteilige mich ja mit dem Aktienkauf an Firmen. Ich beteilige mich an den Firmen, die mir gefallen, wo ich denke, dass sie eine Zukunft haben, dass sie starkes Wachstum haben, dass ich die Produkte vielleicht sogar gut finde. Die kaufe ich mir und lassen sie dann möglichst lange liegen. Ich kann natürlich auch versuchen zu traden. Das macht ja der Oliver offensichtlich. Das kann man machen, ist aber in der Regel nicht sehr erfolgreich. Nur sehr wenige verdienen damit Geld. Ich würde es vielleicht so machen, wenn man das machen will, dann nimmt man vielleicht 10% seines Kapitals, tradet damit und den Rest investiert man tatsächlich in die Firmen, die einem gefallen, wo man sich auch auskennt. Das macht dann auch am meisten Spaß. Dann beschäftigt sich man mit den Firmen und das haben übrigens auch die erfolgreichsten Fondsmanager so gemacht. Peter Lynch möchte ich hier nennen, in den 90er Jahren, der tatsächlich gesagt hat, man soll auch die Aktien kaufen, wenn die Kinder nach Hause kommen mit einem neuen Spielzeug, dann soll man fragen, welche Firma hat denn das gemacht oder raussuchen, dann diese Aktien kaufen. Ich sitze übrigens gerade im Kinderzimmer meiner Tochter, unschwer zu erkennen, weil das der einzige Raum ist, der hier noch ruhig ist im Haus, weil ich habe selbst auch ukrainische Leute hier, weil meine Frau aus der Ukraine kommt, also auch hier ist das Haus voll. Wir sind jetzt zu 8. Also das ist ganz wichtig, dass man auch den Spaß hat an Aktien und ja, und das muss dann auch nicht kompliziert sein. Also man kann ja Aktien einmal kaufen und es wird eher Leuten zu langweilig, wenn sie nicht hin und her handeln, aber Börse kann ganz einfach. Jetzt frage ich mich gerade, ob deine Tochter als Spielzeug einen Tesla rumstehen hat. Ja, tatsächlich hat sie einen. Es gibt ja so diese kleinen Teslas mit Batterie, den hat sie mit 3 Jahren bekommen und der fährt auch immer noch. Ah, sehr gut, Batterie klappt noch. Ja, ja. Mario, welche, machen wir es doch mal ein bisschen konkreter jetzt, da du ja nun da sitzt. Vielleicht fangen wir zuerst mit Tesla an. Ich will aber nicht nur über Tesla und nicht nur über Elektromobilität sprechen, aber vielleicht mal zuerst, was ist denn jetzt konkret für dich der Ansatz, warum Tesla, ich sag mal, in den nächsten 3, 5, 10 Jahren, wenn wir jetzt mal Alfred folgen und sagen, wir wollen eher langfristig gucken und das kaufen, wo wir glauben, das wird Erfolg haben, macht Spaß, mir persönlich. Was hat Tesla auf der Pfanne, wo du sagst, das wird den Kurs massiv aus deiner Perspektive vermutlich nach oben beeinflussen? Also zuerst mal sicherlich die Entwicklung, dass wir sehen, dass die Autozulassungen, Elektroautozulassungen halt exponentiell wachsen. Das heißt, wir hatten ja vor 3 Jahren 2,8% Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland.
Das Jahr darauf waren es schon 8% und letztes Jahr im Dezember waren es bereits über 20% der Neuzulassungen. Das heißt, wenn man sich diese Kurve anschaut, dann kommen wir gegen Ende des Jahres auf 40% der Neuzulassungen auf Elektroautos und dann bereits ab wahrscheinlich Mai 2023, also in etwas mehr als einem Jahr, werden wir mehr als die Hälfte der Neuzulassungen Elektroautos haben. Das wird natürlich alle Elektroautohersteller hochziehen, weil ihr wisst es ja selber, Autos aktuell monatelange oder sogar jahrelange Wartezeiten haben. Ja. Tesla. Der Laie würde jetzt schon, mich kurz einladen, aber der Laie würde jetzt natürlich sagen, wenn die alle nicht liefern können, und ich sehe das ja auch hier im Bekanntenkreis, VW ID.3 bestellt, irgendwie mehr als ein Jahr Wartezeit, wenn die alle nicht liefern können und das in der aktuellen Situation, einerseits Corona, dann jetzt der Krieg in der Ukraine, vielleicht das auch nochmal verschärfen wird, macht das denn dann überhaupt Sinn, auf die E-Mobilität zu setzen, wenn das alles so schwierig ist? Das heißt, dass diese langen Wartezeiten bedeuten nicht, dass keine ausgeliefert werden. Ja, die Firmen versuchen ja, den Ramp-up zu machen, dass sie die Autoproduktion steigern von diesen Fahrzeugen. Das heißt, es wird sehr wohl was ausgeliefert, aber sie kommen halt nicht nach. Die Orders, also die Bestellungen kommen rascher rein, als sie liefern können. Ich sehe das ja bei mir. Wir haben zwei Model 3 seit jetzt fast drei Jahren. Jetzt hat der Schwager gerade letzte Woche einen gekriegt, also da bin ich mit ihm mitgegangen, um ihn abzuholen. Zwei Wochen vorher ein anderer Schwager hat ein Model S bekommen, also ja, letzte Woche war ein Model Y, ein Model Y und das war ein Model S und jetzt hat noch jemand aus der Familie auch ein Model Y bestellt und wir haben zwei Cybertrucks bestellt auch, ja, wann immer auch der kommt. Und wir sehen hier wirklich, also Teslas überall und auch jede Menge an neuen Fahrzeugen. Ich sehe jetzt die ganze Zeit diese Lucid Airs, die sind jetzt ausgeliefert worden, also dieser neue Premium-Klasse-Hersteller. Das heißt aber auch die traditionellen Hersteller, wie zum Beispiel Volkswagen, ja, die versuchen auch diese Zahlen abzuarbeiten und du hast es ja gesehen letztes Jahr, wie auch sie die Steigerungen hatten, auch teilweise über 100% Steigerungen, was die Produktion betrifft. Allerdings, und das ist richtig, sie haben halt Supply Chain Schwierigkeiten vom Chipmangel angefangen über kleinere Teile bis jetzt zu den Kabelbäumen. Das heißt, wir sehen tatsächlich, dass Porsche, Volkswagen, Mercedes alle ihre Produktion für ein, zwei, drei Wochen oder länger einstellen mussten, selbst der Elektroautos, weil sie die Teile nicht kriegen. Während dem Tesla offensichtlich zwar auch mit Mühe, aber doch hier dramatisch wachsen kann. Und wir erwarten auch, also wenn die das so weitermachen, dass sie auch dieses Quartal wieder mindestens auf 300.000 Autos kommen werden, die sie ausliefern. Das sind dann schon wieder 50-60% mehr, als sie im Vorjahresquartal, im ersten Quartal 2021 ausgeliefert haben. Und da sehen wir, da ist Extrapolation jetzt mit den zwei neuen Fabriken, Berlin und Austin, dass sie wahrscheinlich sogar knapp die 2 Millionen Fahrzeuggrenze kratzen werden. Ja, also sie werden wahrscheinlich zwischen 1,7 und 1,9 Millionen Autos ausliefern. Und das ist bei 930.000, die sie letztes Jahr hatten, eine gewaltige Steigerung. Man muss dazu sagen, das ist ungefähr das, diese Steigerung alleine ist das, was alle deutschen Hersteller zusammen an Elektroautos ausliefern. Das heißt, der Rückstand wird nicht kleiner, ja? Der vergrößert sich an der Stelle sogar. Und das zieht natürlich alle anderen mit, wie zum Beispiel XPeng oder Rivian oder Lucid. Ja, die Rivians, die sieht man jetzt auch herumfahren, obwohl die auch Supply Chain Schwierigkeiten haben. Für Tesla, um noch einmal auf Tesla zurückzukommen, ja, vielleicht, was auch hier weniger erwähnt wird, ist der Aktienkurs heute beispielsweise 10-mal so viel wert wie Volkswagen, jetzt wieder 1,14 Billionen US-Dollar, bedeutet doch, dass ein Unternehmen wie Tesla mit relativ wenig Aktienverkäufen, 0,5% Anteil verkaufen, 5, 6, 7 Milliarden in die Kassen spülen kann. So viel kosten ein oder zwei Fabriken. Das heißt, die können ohne große Stimmanteilverschiebungen, also fast um keine Stimmanteilverschiebungen eigentlich, Aktien auf den Markt werfen und sich finanzieren. Das können andere nicht. Wenn Mercedes sowas machen möchte,
die hätten 10% ihrer Aktienanteile, die sie da ausgeben müssen, um das zu finanzieren. Ja. Das heißt, die können offensichtlich, Tesla kann offensichtlich hier etwas machen, das sehr viele andere Hersteller nicht können. Sich billig finanzieren, Premiumpreise damit auch für Rohstoffe zahlen und Komponenten und damit dieses enorme Wachstum durchführen und damit den Markt, der ja offensichtlich, wo der Markt, die Nachfrage da ist, diesen Markt bedienen, mehr als alle anderen zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was dafür spricht, dass Tesla auf $3.000 pro Aktie kommt. Okay, ich höre also so ganz zart raus, Geld vielleicht eher in Tesla zu stecken als in Mercedes, BMW und Co. Das scheint mir eindeutig. Tobias aus dem Chat, also erstens, kurz bevor du loslegst, an den Chat, stellt bitte gerne Fragen oder konkrete Aussagen, die ihr kommentiert sehen möchtet. Wir haben ja wirklich hohe Kompetenz in der Runde und die wollen wir doch ein bisschen fordern. Deswegen haut in die Tasten, dafür machen wir Livestreams, damit wir euch hier mit partizipieren lassen können. Tobias, was gibt's aus dem Chat? Ja, es gibt wirklich einige Fragen. Jetzt muss ich mal so ein bisschen das nochmal wieder bündeln. Eine ist auch sehr, es geht um die THG-Quote im E-Auto-Aktien investieren, um Zeichen zu setzen. Also da fragt ihr zum Beispiel in Sono Group, macht das Sinn? Ja, vielleicht Alfred oder Oliver, habt ihr da eine Meinung zu? Also Sono Group, ich tue mich schwer, in drittklassige Firmen zu investieren. Das wäre wieder so eine Aktie eher zum Spekulieren. Grundsätzlich teile ich tatsächlich die Meinung, auch die normalen Hersteller, alle deutschen Autohersteller, auch wenn Volkswagen noch so viel tut im Elektrobereich, was ja auch richtig ist, was sie auch machen müssen. Das Problem, was die etablierten Hersteller alle haben, der Elektroautomarkt kommt ja nicht auf den alten Automarkt obendrauf, sondern er ersetzt ihn. Das heißt, jedes Elektroauto, was Volkswagen verkauft, wird man einen Benziner weniger verkaufen. Und vielleicht sogar der Marktanteile verlieren, wenn man eben nicht das ausgleichen kann. Und Volkswagen hat zum Beispiel in China ein Problem, dass man da nicht die Marktanteile bekommt im Moment, die man eigentlich bräuchte, um den Marktanteil konstant zu halten. Dazu kommt, dass alle anderen mit Elektroautos im Moment noch Geld verlieren, bis auf Tesla, die höchsten Margen mittlerweile der Welt haben, im letzten Jahr schon, und die Margen werden weiter steigen. Was daran liegt, wiederum, dass Tesla die Chips selber macht. Da hat man ja vor vielen Jahren den Apple-Chip-Designer abgeworben, hat die Chips selber entwickelt. Seit 2019 verbaut man die eigenen Chips, ist also nicht abhängig von Nvidia, von anderen Herstellern. Die Software entwickelt man selber. Also das sind alles Faktoren, die die anderen nicht haben, die sie erkennen jetzt, dass sie das machen müssen. Aber so ein Chip zu entwickeln selber, das dauert eben 3, 4, 5 Jahre. Und bis dahin könnte es schon zu spät sein. Also Elektroautohersteller ja. Da aber auch nur die oberste Liga, das wäre dann neben Tesla vielleicht noch eine NIO aus China, eine XPeng oder XPeng, was der Mario auch schon gesagt hat, das sind noch Aktien, die mir noch eingehen würden, aber ich würde da nicht die dritte Liga absteigen wollen. Okay. Tobias, was haben wir noch? Ja, es geht nochmal zum Thema ETF von erneuerbaren Energien, Global Clean Energy. Macht es Sinn, zur jetzigen Zeit und Situation bezüglich Ukraine zu investieren? Oliver, du warst ja gerade an der Grenze. Vielleicht schenke ich dir mal die Frage oder die Antwort vielmehr. Was glaubst du? Macht das gerade Sinn? Du hast dich selber, habe ich verstanden, jetzt an die Seitenlinie, sagt man ja so schön, gestellt. Wann geht es für dich wieder rein? Ja, Chancen gibt es an der Börse ja immer. Auf der anderen Seite muss ich erstmal gucken, wie der Markt aussieht. Ich mache auch viel mit Charttechnik. Wir sind ein sehr kleines Unternehmen, vielleicht auch nochmal zur Richtigstellung. Wir sind Hervorgänger aus einem Investmentclub. Also bei uns, wir sind zwar selber an der Börse notiert, aber es gibt sehr wenig Umsatz in unserer Aktie. Es ist jetzt nicht so einfach, damit mit größeren Stückzahlen reinzukommen oder auch wieder rauszukommen. Es ist nicht so, dass mir Anleger einfach Geld geben, sondern wir sind ein geschlossener Kreis von 375.000 Aktien und wir können eine Kapitalerhöhung machen, wenn wir den vergrößern wollen, ist aber momentan nicht geplant. Das ist einfach der alte Investmentclub, der ist dann irgendwann mal in die Aktiengesellschaft reingeschlüpft
Und da gab es auch die letzten 3 Jahre, wenn man sich den Chart anguckt, bei uns größere Probleme, da wo jeder eigentlich eine Menge Geld verdient hat, weil ich war zwischenzeitlich auch bei 3 Unternehmen im Vorstand, an denen wir teilweise sehr stark beteiligt waren. Eins davon haben wir verkauft, das andere wird es die nächsten Monate aufgelöst und dann werde ich mich auch wieder zu 100% meinem eigenen Job widmen. Das vielleicht einfach nur mal zur Erklärung. Auf der anderen Seite war ich einer der ersten 10 Kunden von Kortal Consors und habe quasi damals die Consors, heutige Consorsbank, damals Consors Discount Broker mit Karl-Matthäus Schmidt zusammen groß gemacht und war der erste Intraday-Trader in Deutschland. Und wenn ich mich da voll drauf konzentrieren kann, kommt das dazu zur Wertanlage. Jetzt nochmal zur Frage, die ich schon vergessen habe, Entschuldigung. Die Frage war, war ja aus dem Chat, was hat das jetzt mit Ukraine zu bedeuten? Macht das auch gerade was? Sagst du was gern richtig, Tobias? Also ich sehe, es ist natürlich so, wenn du dort vor Ort bist und arbeitest, dann kannst du jetzt nicht unmittelbar direkt dadurch viel mehr irgendwie für die Börse herausziehen. Aber ein paar Zukunftsprognosen hatte ich vorher auch schon. Und diese ganze Geschichte jetzt, auch wenn ich heute lese, vorhin über einen Tagesschau-News-Ticker verbreitet worden, dass man die deutsche Bevölkerung dazu anhält, Gas zu sparen, weil doch der Notfall eintreten könnte und so weiter. Das wird das Ganze jetzt natürlich total forcieren. Und das wird auch die Menschen forcieren, die ihr Geld anlegen möchten. Also das hat ja auch jeder mitbekommen. Da erzähle ich ja hier jetzt gerade nichts Neues. Das wird Alfred wahrscheinlich auch schon seit 2, 3 Jahren erzählen, dass wir dort eine wahnsinnige Welle hatten. Und ich habe mir da mal auch von der, wie heißen sie, Öko-World, die hatten ziemlich viele Fonds aufgelegt oder auch die GLS-Bank. Und da habe ich jetzt gesehen, dass wir halt dann eine Riesenkorrektur nach der Wahl hatten. Man hat irgendwie auf die Wahl auch nur spekuliert, die Kurse waren sowieso schon ziemlich hoch. Und jetzt hat man totale Einbrüche gehabt. Dass es für uns überhaupt erst ansatzweise wieder interessant wird, da längerfristig zu investieren. Da wir jetzt aber schon wieder einen ziemlichen Rebound haben, habe ich den Moment nicht eilig. Jetzt war aber die Frage halt generell, überhaupt um mal dabei zu sein und auch um das Aktiensparen ein bisschen einfacher zu machen, sollte man eben Firmen nehmen, wie es gerade schon gesagt wurde, die schon den Proof of Concept geliefert haben. Da war ja gerade NIO, XPeng auf Deutsch gesagt, oder eine Tesla. Und auf der anderen Seite sind es teilweise natürlich auch die Energieversorger, die sich schon die Windparks gebaut, gekauft oder die Rechte dazu gesichert haben, welche zu bauen. Oder die Produzenten halt auch, die müsste man sich näher angucken. Ich bin da sicher, wenn man jetzt nicht in irgendeine Firma greift, die schon völlig überbewertet ist, und da muss man halt einfach dann die Korrekturen abwarten, die kommen auch immer mal wieder, dann ist man da auf die Zukunft super aufgehoben. Und auch wenn ich sehe, welchen Nachholbedarf man hat, wir haben ein sehr tolles Hotel gefunden für alle unsere Helfer. Da bin ich irgendwann, habe ich keinen Parkplatz gefunden, bin ich hinten rumgefahren. Da ist ein riesen Kohleberg und eine Tür offen. Und dann, ich habe mich schon immer gewundert, weil wenn ich nachts das Fenster aufmache, dass ich ja voll den Feinstaubalarm habe und die Luft dann noch schlechter geworden ist als bei mir im Zimmer. Also das zeigt eigentlich, wie weit die halbe Welt hinterher ist und wie viel gebraucht wird. Und die sind alle interessiert. Ich fahre ja auch seit 5 Jahren und 234.000 Kilometer den Tesla. Und die Leute sind natürlich total begeistert. Da weiß auch jedes Kind da drüben, was ein Tesla ist. Und das zeigt auch wieder, ne, welche Durchdrängungsquote das bisher erst hat. Also da ist man schon auf der sicheren Seite, auch überhaupt mal zu sagen, ich investiere jetzt mal. Viele gehen ja auch mit diesem Cost-Average-Effekt hin, dass sie sagen, sie machen Sparpläne regelmäßig und dann braucht sie es auch nicht zu interessieren, wann sie einsteigen. Sie sollen bloß nicht dann den Fehler machen, wenn wir tatsächlich mal eine Abwärtsbewegung haben über mehrere Jahre. Da neigen halt Anleger immer ganz gewaltig dazu, dass sie dann, wenn wir ganz unten sind, die Nerven verlieren, die Sparpläne auflösen und dadurch nochmal ein Abwärtsstrudel, der totale Sell-Off kommt. Das heißt, man sollte sich schon vorher überlegen, habe ich langfristig Zeit und dann aber bitte das mit der PIN vernichten, fand ich echt klasse, den habe ich noch nicht gehört. Also, ja, der Sparplan läuft, du zahlst regelmäßig dein Geld ein und guckst dann weg, das ist schon eine Möglichkeit und die Inflation trägt dich dann gleichzeitig auch noch mit höher.
Alfred, vielleicht noch dann ergänzend von dir, weil ich zufällig weiß, dass du dich damit auch beschäftigt hast. Die Frage hatte ja den Teil ETF, erneuerbare Energien, Global Clean Energy. Ist es eine clevere Idee zu sagen, ich suche mir da ein ETF, dann habe ich eine gewisse Streuung über verschiedene Firmen, dann auch sich konzentrieren zu wollen auf eben nachhaltige Energie zum Beispiel? Ist natürlich schwierig. Also ich habe tatsächlich genau den Fall gehabt. Ich habe vor 4 Jahren für meine Tochter, in deren Zimmer ich gerade sitze, einen Sparplan machen wollen und habe überlegt, auf was spare ich denn? Dann habe ich gedacht, ich nehme einen Index, aber die gefallen mir nicht. Im DAX, die von den damals 30 Aktien, haben mir nur 2 gefallen und 20 fand ich blöd. Da habe ich gedacht, ich nehme einen US-Index und dann habe ich gedacht, nee, es gibt bei der Comdirect die Möglichkeit, einzelne Aktien zu besparen. Ich habe mir einfach überlegt, ich nehme mir 5 Aktien, die mir gefallen, von denen ich glaube, dass sie in 15 Jahren noch, ist es, dass sie überhaupt noch gibt, dass sie möglichst besser dastehen. Habe mir dann 5 Aktien ausgesucht, eine davon war Tesla, ich glaube, es war noch mit dabei, Amazon, Alphabet, Netflix und Walt Disney, wollte meine Frau, und lass das jetzt so durchlaufen. Thema Erneuerbare finde ich hochspannend, bin ich auch schon lange mit dabei, Solar- und Windaktien hauptsächlich, aber auch bei anderen Werten aus diesem Bereich. Da einen richtigen ETF zu finden, ist noch ein bisschen schwieriger. Einzelaktien zu finden, ist natürlich auch schwierig. Da macht vielleicht eine ETF schon mehr Sinn. Ich wüsste jetzt allerdings keinen, den es gibt. Aber das ist ein Bereich, der extrem wachsen würde. Und auch hier würde ich sagen, wer gute Aktien oder wer die guten Aktien hat, die würde ich lange halten und liegen lassen. Denn wir haben jetzt weltweit, glaube ich, Solarstromanteil von 3%. In Deutschland sind wir jetzt bei um die 15%. Und es ist möglich, bis zum Jahr 2050 die komplette Welt CO2-neutral nur mit Erneuerbaren zu versorgen. Und zwar komplett auch die Primärenergie, also auch den Heizstrom. Man muss es nur wollen. Es ist ökologisch sowieso sinnvoll. Es ist ökonomisch sinnvoll, besser, billiger als fossile Brennstoffe. Das Einzige, was immer gefehlt hat, war der politische Wille. Aber der scheint jetzt zumindest bei vielen auch endlich da zu sein. Also diese Branche, der steht ja ein nicht nur ein goldenes Jahrzehnt, sondern wahrscheinlich sogar 2 goldene Jahrzehnte bevor. Ja, sehr, sehr spannendes Thema, dass der Konflikt in der Ukraine oder der Krieg in der Ukraine da auch nochmal Dinge möglich macht, wo ich lange Zeit, wie du schon sagst, dachtest, in der Politik will man irgendwie das, was sinnvoll ist, gar nicht. Und plötzlich stellt sich auch eine FDP dahin und sagt, wir wollen die Freiheitsenergie. Ne? Sie machen, wollen es nicht grün nennen, aber das ist mir am Ende wurscht. Hauptsache, wir machen das Richtige. Tobias, was haben wir noch für Fragen oder Anmerkungen? Ja, wir haben zum Beispiel auch nochmal, habt ihr Empfehlungen, wie bzw. wo man Aktien kaufen kann? Sag einfach mal bei seiner Hausbank, Sparkasse oder über eine App, über eines App-Anbieters, so eine Trading-App. Also das interessiert auch Zuschauer, wo sie denn an Aktien rankommen und wie sie es machen. Ja, ich schlage vor, Alfred, du kennst wahrscheinlich diese Fragen. Ja, das kann man ganz schnell beantworten. Also bei der eigenen Bank geht es meistens gar nicht mehr, weil die meisten Banken haben es komplett eingestellt, den Handel mit Einzelaktien, die verkaufen nur noch Fonds und eigene Produkte. Also man sollte zu einem Online-Broker gehen. Wir selbst haben ja quasi einen im Haus, das ist FLEDEX. Aber es gibt auch noch, habe ich schon gesagt, Comdirect, es gibt Consors, es gibt die jungen Broker, die jetzt auf den Markt kommen, wo man tatsächlich mit der App traden kann. Würde ich vielleicht nicht unbedingt machen, aber so ein ganz normaler Online-Broker, das macht schon Sinn, da ein Konto aufzumachen. Und da kann man auch vernünftig handeln, günstig handeln. Ja, das ist so der beste Weg. Ja, habe ich jetzt eine ganz persönliche Frage, die erlaube ich mir gerade mal einfach reinzuhauen. Du hast es, glaube ich, gerade schon angedeutet. Trade Republic ist in aller Munde gewesen eine ganze Weile. Wie stehst du zu denen? Ja, ist ein bisschen schwierig, weil bei Trade Republic zum Beispiel kann ich mir schon den Handelsplatz nicht aussuchen. Man muss auch so ein bisschen beim Aktienhandel darauf achten, dass man möglichst an liquiden Handelsplätzen ist. Und da hat man doch einige Einschränkungen. Dafür ist es halt erschreckend günstig. Vielleicht, was man auch machen kann, man kann natürlich sagen, ich mache vielleicht ein Konto bei Trade Republic oder einem anderen Smartphone-Broker auf und vielleicht eins bei dem normalen herkömmlichen Online-Broker und kann dann entscheiden, was mir besser gefällt. Aber ich tendiere zum Online-Broker, zum herkömmlichen. Okay. Wir haben noch einen Kommentar. Entschuldigung, den finde ich eigentlich auch ganz gut. Der Sven sagt, wenn Tesla in den nächsten Jahren den Fokus auf Scaling legt und somit die Produktionskosten Auto drastisch sinken, kann die Aktien mittelfristig nur nachhaltig steigen.
Seht ihr das auch so? Er meint bestimmt Scaling, oder? Scaling? Ja, Scaling. Skaleneffekte. Ja, genau. Scaling. Ja, Scaling. Scaling. Wer mag dazu was sagen? Ich habe nicht ganz verstanden, worauf es abzielt, ehrlich gesagt. Ja, genau. So ein Kommentar, wo ich jetzt selber draus erlese, dass wenn Tesla, ich sage einfach mal, die Produktionskosten weiter sinken, dass dementsprechend die Aktie nicht mehr so steigt, sondern nur noch mittelfristig und nachhaltig steigen kann. So habe ich das draus verstanden. Vielleicht nehme ich die Frage als Nicht-Aktienexperte. Das ist richtig. Also das ist sicherlich ein mitbestimmender Faktor, der ja auch schon dazu führt, dass Tesla diese extrem hohe Profitmarge hat. Ja, man muss, ich glaube, sie haben 14,5 oder 14,7%. Nicht einmal Mercedes kommt auf diese Größenordnung. Der Durchschnitt liegt, glaube ich, in der Automobilindustrie zwischen 6 und 7,5% Profitmarge. Und das unterstreicht auch noch einmal die Strategie jetzt, dass sie dieses Jahr kein neues Modell herausbringen, sondern sich fokussieren und die 4 Modelle, die sie haben, auszulutschen. Und damit Teile. Man muss ja wissen, wenn man ein Auto, ein Modell baut, braucht man halt, sind die Toolingkosten um die 500 Millionen. Das heißt, für jeden Teil, den man baut im Auto, braucht man ein Werkzeug, braucht man eine Gussform, eine Pressform, wie auch immer, die man kaufen muss, die man machen muss. Und das ist halt 500 Millionen, dann noch einmal 500 Millionen, um das Fahrzeug zu entwickeln. Also so größenordnungsmäßig. Wenn ich Teile über verschiedene Modelle verwenden kann, dann spare ich hier. Das zeigt ja auch Tesla mit seinen riesigen Gussteilen, die sie jetzt einbauen im Model Y und auch jetzt in das Model 3. Wollen, wo sie sich hunderte Teile und Arbeitsschritte ersparen, weil das nur mehr ein Teil ist. Und diese Innovation geht halt voran an dieser Stelle. So, wenn du aber hunderte Varianten hast vom selben Modell, wie das die traditionellen Hersteller haben, dann brauchst du auch das Tooling dafür. Und das heißt, damit werden sie wahrscheinlich die Profitmarge noch weiter steigern können dieses Jahr und auch den Gewinn. Das heißt, die drucken mehr oder weniger Geld hinzu kommt ja nicht nur die Produktion und das masseneigene Supercharger-Netzwerk zu bauen, weil sie drauf gekommen sind. Das ist ein wichtiges Element. Viele traditionelle Hersteller denken halt nur daran, wir bauen jetzt ein Elektroauto und das ist es. Ja, aber das ist nicht. Ja. Es ist ein Supercharger-Netzwerk, es ist das ganze Digitale, das da drinnen ist. Ich glaube, das ist auch noch einmal etwas, was man als Investor jetzt noch einmal nachdenken sollte. Wir lesen vielleicht eine Bilanz von seinem Hersteller und dann sehen wir halt das Anlagevermögen, ja, das materielle Anlagevermögen. Aber viel wandert bereits in dieses immaterielle Anlagevermögen, das Digitale. Und das ist in den Bilanzen selber gar nicht reflektiert. Also beispielsweise, wie bewertest du die Daten, die Tesla von jetzt fast schon 3 Millionen Autos herunterzieht, um in seinem Maschinenlernensystem einen Autopilot zu verbessern, die FSD, die Full Self-Driving zu verbessern. Und das reflektiert sich ein bisschen im Aktienkurs. Hingegen bei traditionellen Herstellern, die haben halt überproportional viel physisches Anlagevermögen, also materielles Anlagevermögen, weil die Verbrennerkraftfahrzeuge, also die Verbrennungskraftfahrzeuge, durch Motoren ja alleine 1.000, 2.000 Teile haben, die natürlich auch das entsprechende Tooling brauchen. Und die sind sehr bald nichts mehr wert. Ja, das heißt, das sind eigentlich Anlagevermögen in den Bilanzen der traditionellen Hersteller reflektiert, die bald nichts mehr wert sind, die abgeschrieben werden müssen. Und aber sehr wenig digitale Werte drinnen, die eben in der Bilanzlegung gar nicht erscheinen oder fast nicht erscheinen, jedenfalls nicht mit dem Wert, mit dem sie eigentlich erscheinen sollten. Jetzt frage ich mich natürlich, sieht man im Silicon Valley nicht auch, ich sag mal, Firmen, die sich für die klassischen Autobauer engagieren lassen? Also autonomes Fahren ist ja das eine, aber ja, so der ganze andere Rest mit Vernetzung und digitalen Services etc. ist ja tatsächlich nicht unwichtig. Und wir haben gelernt, Herbert Diess hat gesagt, so ja, wir brauchen mehr Softwareentwickler. Und ich selber arbeite in einem IT-Unternehmen oder Konzern, so tatsächlich ein Marktführer in Deutschland.
wir haben massive Schwierigkeiten, IT-Fachkräfte zu bekommen. Und wenn wir sie bekommen, sind sie unendlich teuer. das ist ein Riesenthema. Und im Silicon Valley, da gibt es genau solche Leute. Kann man sich da bedienen als Autohersteller oder sind die auch alle hart umkämpft? Die Dichte natürlich an den Leuten mit diesen Fähigkeiten, Data Scientists, KI-Experten, Robotiker, ist im Silicon Valley natürlich entsprechend hoch, weil wir auch hier die entsprechenden Ausbildungsstätten haben, wie die ganzen, weiß ich, Stanford, Berkeley, die ganzen Universitäten, die hier sehen, aber auch die ganze Infrastruktur und auch die Digitalunternehmen wie im Google, Apple, Uber, Netflix, Tesla, also die Intel ist hier. Das Problem ist, diese, die Herausforderung für einen traditionellen Hersteller ist es, dass sie gar nicht attraktiv genug sind für solche Fachkräfte. Wenn du KI-Experte bist und du gehst zu Volkswagen, sagen wir mal, zu einem Automotive-Hersteller, dann hast du dort im Blut dieser Firmen, also in der DNA dieser Firmen ist der Maschinenbau. Ja, also alles, was drumherum geht, da ging es ums präzise Biegen und Bohren von Metallen, ja, der Verbrennungsmotor, die Metalle. Aber hier geht es jetzt um das Erstellen von Algorithmen, Digitalisierung des ganzen Fahrzeuges. Das heißt, in der ganzen Hierarchie, in der ganzen Geschichte des Unternehmens hast du einen Fokus auf diese physischen, dingbaren, angreifbaren Dinge, ja, die dinglichen Dinge. Jetzt kommst du aber als KI-Experte, als Data Analyst, als Software-Ingenieur dorthin. Da warst du immer auf der Seite geschoben. Jetzt wird das aber rückt das ins Zentrum. Und du kommst jetzt mit dem Wunsch, du brauchst 10.000 Server dieses Monat und in den nächsten 3 Monaten brauchst du 20.000 Server und am Ende des Jahres hast du 100.000 Server für deine Algorithmen, für dein Machine Learning System. Jetzt ist es leichter, wenn du bei Google oder bei Apple oder bei Tesla das verlangst, weil das sind diese Unternehmen werden von Menschen geführt, die aus diesen Bereichen kommen und die wissen ganz genau, was das bedeutet. Jetzt musst du das aber bei einem traditionellen Hersteller mal den Maschinenbauern erklären und den anderen Ingenieuren, die das nicht sehen, oder die das nicht verstehen richtig, warum das so ist. Für die ist das so eine Wischi-Waschi-Technologie, die unscharf ist, die nicht greifbar ist, sie ist undinglich. Und dann, wenn du weißt, die Gehälter, die solche Leute verlangen, du kannst rechnen, dass du als KI-Experte, als frisch gefangter KI-Experte von, jetzt sagen wir, von Stanford, ja, fangst du mit 1-2 Millionen Jahresgehalt an. Ja. Als Senior machst du 10-20 Millionen. Jetzt verlinken wir mal. Schreiben jetzt gerade mal gleich ihre Lebensläufe um. Ich muss gerade weg. Und noch mal online. Ich muss gerade weg, genau. Und das kriegst du gar nicht durch. Das heißt, da ist der Neid ja sofort da, diese Diskussion, die du hast. Und das verstehst du auch nicht, warum du das brauchst. Das heißt, die besten Leute kriegst du gar nicht. Ich hatte einen, vielleicht eine kurze Geschichte noch zum Abschluss. Ich hatte einen Praktikanten einmal, der bei Mercedes gearbeitet hat in Sunnyvale und der hat, er kommt aus der digitalen Welt, der hat KI und solche Dinge gemacht und er hat gesagt, er hat 3 Monate gebraucht, bis er überhaupt einmal die Erlaubnis gekriegt hat, über 5 Management-Ebenen von der IT, dass er dann auf seinem Laptop, der von der Mercedes IT ausgegeben worden ist, diese Open-Source-Software installieren durfte, die er brauchte, um das Maschinenlernsystem zu laufen. Während sein Studienkollege, der zur selben Zeit graduiert hat, bereits seinen Code auf einem Fahrzeug hatte, das auf den Straßen herumgefahren ist. Das heißt, er ist nach 6 Monaten gegangen und du kannst ihn nicht halten. Das heißt, da passt die ganze Struktur, die ganze Firmenkultur nicht. Und das ist das, was diese Firmen, die traditionellen Hersteller, so schwer macht. Sie versuchen natürlich, diese Technologien zu kaufen, indem sie sich einkaufen bei Firmen, aber im Besten, diese Technologielücke können sie nicht schließen. Die Kultur erlaubt es nicht. Und wenn sie Glück haben, das Beste, was ihnen passieren kann, ist, dass sie von jemandem gekauft werden wie Apple oder Google und sozusagen Zuarbeiter, Zulieferer werden von Technologien, nämlich den Fahrbahn untersetzen und die Digitaltechnologie kommt von diesen Unternehmen wie Google oder Apple. Ja, das ist ein Riesenthema, was du ansprichst. Ich erinnere mich noch, dass es Zeiten gab und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum Elon Musk früher viel mehr die Öffentlichkeitsarbeit gesucht hat als heute.
Er hat nämlich immer schon es verstanden, Leute anzuziehen, zu versuchen zu begeistern. Dann ging es nicht immer nur um Kunden und Anleger, sondern es ging darum, auch Fachkräfte zu bekommen. Ja. Und das, damit steht und fällt der Erfolg eines Unternehmens. Irgendwer muss die Arbeit machen, irgendwer muss die Innovation treiben. Und dann musst du cool sein und ein gutes Image haben. Das war für Tesla am Anfang auch sehr schwer. Ich erinnere mich 2010, 11, 12, 13 vielleicht sogar noch, ne, da war so eine Zeit, wo alle gesagt haben, ach, hör mir auf mit Tesla, das ist doch eh dem Untergang geweiht und das hat doch eh keine Chance. Von heute auf morgen gefühlt ist Tesla plötzlich eine der coolsten Firmen ever und Leute arbeiten dort gerne. Und wenn es halt weniger Gehalt gibt als beim Mercedes um die Ecke, nicht so schlimm, dafür bin ich in einer geilen Firma und kann was bewegen. Das ist genau das, was du sagst. Ja. Du, Antonino, wenn ich da gleich einspringen darf, das ist ein super Punkt, den du da hochbringst. Ja. Tesla tatsächlich, also Elon Musk ist ja ein Meister dieses Signalisierens, wie wir das nennen. Ne? Er kommt halt auf eine Konferenz und hinten steht der Cybertruck oder fährt auf eine Konferenz und hinten steht die SpaceX-Rakete. Das ist Signalisieren, wir können das. Er hat damit Innovationskapital geschaffen, das ist Reputation. Er kann das. Ja? Damit zieht er die besten Leute an. Hat man sehr schön gesehen damals beim Battery Day. Ja? Das war eigentlich ein Ding, das für Anleger nicht wirklich verstanden haben, viele. Aber Ingenieure haben sehr wohl verstanden, was er da macht, ja? was da passiert. Und damit zieht er automatisch Talente an. Also der Vergleich ist deshalb so großartig, weil ein paar Tage später ja dann Mercedes oder Daimler dann seine Art Visionstag hatte. Und daher war der Großteil war über Profitmarge und wo sie Kosten einsparen und machen, aber viel weniger über, wie sie die Welt ändern wollen, welche Technologien sie haben wollen. Und das ist, glaube ich, dieser große Unterschied, den man hier auch sieht, wo Elon Musk sein Innovationskapital total ausspielt. Ja, guter Punkt. Alfred, vielleicht an dich nochmal eine Frage. Wir haben ja auch im Titel Erneuerbare Energien bewusst gewählt. Welche Firmen fallen dir denn ein, wenn ich jetzt danach frage, wer bringt denn innovative, ich sage mal, Technologie in den Bereich erneuerbare Energien, wo man sagt, vielleicht sind die nächsten Tesla, die an der Börse der Stern am Himmel sein könnten. Wer hat da Kapazität? Ja, es ist nicht so ganz einfach, da vernünftige Firmen zu finden. Also wir hatten ja mal in Deutschland im Solarbereich unheimlich viele gute Firmen, SolarWorld, Q-Cells, wie sie alle hießen, die dann leider es alle nicht geschafft haben. Das war auch damals alles zu früh. Die neue Tesla zu finden im Solar- oder im erneuerbaren Bereich ist schwierig, aber es gibt so ein paar Firmen, also eine vor allen Dingen fällt mir ein, die vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen, von denen habe ich interessanterweise auch ein Produkt, das ist SolarEdge, die machen Wechselrichter für Solaranlagen, die quasi den Gleichstrom, der eine Solaranlage erzeugt, in Wechselstrom umwandeln, um ihn dann ins Netz einspeisen zu können. Also quasi das Herzstück einer Solaranlage. Aber SolarEdge macht mittlerweile auch Batteriespeicher. Sie machen auch Elektroantriebsstränge für Autos. Also da ist man ziemlich weit neue Geschäftsfelder angestoßen. Und das ist quasi so ein, ich will nicht sagen, so eine rundum sorglos Tankstelle, aber Kerngeschäft ist Solar, aber man macht halt unheimlich viel auch im Bereich Elektroautos und Speicher, auch große Batteriespeicher. Das ist eine schöne Firma. Und dann gibt es halt ganz klassisch, also im Solarmodulbereich ist ja mein Favorit Jinko Solar, der größte Modulhersteller der Welt. Im Bereich Wind, da würde ich auch jetzt schon die Marktführer aussuchen. Also als Turbinenhersteller ist das dann die Vestas aus Dänemark, Weltmarktführer. Sehr interessant auch im Bereich Offshore-Wind, was ja den Vorteil hat, dass der Wind auf dem Meer halt kontinuierlicher weht. Das heißt, ich habe eine bessere Stromversorgung ohne größere Unterbrechung. Da ist Ørsted aus Dänemark die Nummer eins. Viele skandinavische Firmen sind im Bereich Wind aktiv. Auch ein schönes Unternehmen. Und nochmal im Solar- und Windbereich, was auch spannend ist, sind Solar- und Windparkbetreiber. Da gibt es in Deutschland die Encavis als großes Unternehmen. Also es gibt da schon sehr gute Firmen. Aber da würde ich tatsächlich nur die Top-Unternehmen mir anschauen und dann auch in die investieren. Ja, übrigens keine Anlageberatung hier, ne? Das sind alles persönliche Meinungen, die euch zu Gedanken anregen. Ne? Ideen und Vorschläge. Ideen und Vorschläge, genau. Tobias, was ist im Chat los? Ich habe ganz vergessen, noch eine Frage an den Chat zu stellen. Mich würde natürlich schon auch interessieren,
Wer hat denn im Anlagebereich, das könnt ihr mal jetzt so als nächstes hier beantworten, wer hat im Anlagebereich denn, der investiert ist, auch tatsächlich Firmen, die jetzt nicht aus der E-Mobilitätsszene sind, aber aus der erneuerbaren Energienszene im Portfolio? Da könnt ihr einfach mal reinschreiben, was ihr da so aus eurer Perspektive interessant findet. Tobias, was haben wir denn Neues? Ah, viele Kommentare, aber auch nochmal eine Frage. Sind Staatsanleihen Bolivien wegen zukünftiger Einnahmen aus Lithiumabbau sinnvoll? Gibt es sinnvolle Aktien von Lithiumproduzenten? Oh, das kann ich gerne beantworten. Also die erste Frage eher weniger, weil die macht in meinen Augen irgendwie wenig Sinn, weil auch Bolivien gar nicht eins der größeren Lithiumabbauländer ist. Das sind vielmehr dann Argentinien, Chile, Australien, das sind so die Länder, in denen viel Lithium abgebaut wird. Wichtiges Thema, Lithium ist extrem knapp. Also der Lithiumpreis hat sich seit Jahresanfang verdoppelt, seit Anfang letzten Jahres mehr als verfünffacht. Es ist genug Lithium auf der Erde da, das ist nicht das Problem. Es kann auch genug gefördert werden. Nur das Problem war, dass wir im Jahr 2017 einen Hype hatten im Lithiummarkt. Der ist dann kollabiert und dann haben die Lithiumfirmen so 2 bis 3 Jahre überhaupt nicht investiert. Und genau das fehlt uns jetzt, denn es braucht sehr lange, um ein Lithiumprojekt in Produktion zu bringen. Wer hier was machen will im Anlagebereich, der sollte entweder auf die großen Produzenten setzen. Das sind nicht viele. Das ist ein Albemarle, ein US-Unternehmen, Livent, auch ein US-Unternehmen. Das ist Ganfeng Lithium aus China. Das sind so die großen Produzenten. Und dann gibt es noch ganz viele kleine Firmen, die versuchen, neue Lithiumprojekte in Gang zu bringen. Das Problem ist nur, dass von allen angestoßenen Projekten letztendlich nur vielleicht 5% in Produktion gehen, mehr oder weniger. Da muss man schon sehr gut sortieren. Genau das mache ich für meine Leser in meinem Report. Also insoweit, da würde ich jetzt hier keinen Namen nennen, weil es ist einfach zu spekulativ. Tatsächlich ist es unheimlich schwer, da gute Firmen zu finden. Aber wenn man das dann schafft, dann kann man auch hier Renditen erzielen, auf Sicht von mehreren Jahren von einigen 100, vielleicht sogar über 1000%. Also ein sehr spannender Markt und auch ein Markt, der eine unheimlich große Zukunft hat. Denn eines ist sicher, welche Batterietechnologie wir auch immer haben werden in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, auf Lithium kann nicht verzichtet werden, auf Kobalt schon, auf andere Rohstoffe auch, aber Lithium wird auf Jahrzehnte hinaus einer der wichtigsten Rohstoffe für die Elektromobilität und für die Mobilität insgesamt sein. Ja, wir hatten ja vorhin, Entschuldigung, Nino, auch nochmal das mit den Produktionskosten. Da hat der Markus geschrieben, dass ja genau dies der Herr Dies von VW mal angesprochen hat, dass ein ID.3 circa 30 Stunden benötigt in der Fertigung und Tesla mit dem Model 3 das Ganze in 10 Stunden macht. Da merkt man ja auch, wie fokussiert Tesla ist. Und das ist natürlich ein extremer oder doch ein großer Unterschied. So wie auch nochmal wieder der Markus geschrieben hat, Tesla ist ja auch offen, FSD an anderen Herstellern weiterzugeben. Aber dies natürlich nur 1:1, so wie es im Tesla ist und ohne weitere Wünsche. Und ich denke, dass da auch, so wie er das jetzt mal beschrieben hat, das Ganze den Aktienmarkt natürlich auch mal beflügeln wird. Sollte es Hersteller geben, die das FSD von Tesla kaufen. Mario, hältst du das für wahrscheinlich, dass Tesla diesen Schritt gehen wird oder würde? Weil das ist natürlich schon der jetzt mit dem vollautonomen Fahren, also wirklich Level 5, das Auto braucht kein Lenkrad mehr. Wer das als erster schafft, der hat natürlich, wenn er gleichzeitig auch Autos baut, in meiner Wahrnehmung irgendwie eine Gelddruckmaschine unter dem Popo, oder? Ja, also ob Tesla seine FSD da noch anderen anbieten wird, dass es auf anderen Plattformen einsetzbar ist, ist sicherlich immer eine Möglichkeit. Wir sehen das ja auch irgendwie jetzt bei den Superchargern, ne? Die haben sie jetzt auch begonnen aufzumachen in einigen Regionen für andere Hersteller. Das heißt, da können sie diese Investitionen noch einmal monetisieren. Warum also nicht? Ja? Ich weiß nicht, ob die anderen bereit sind, also technologisch bereit sind, das zu machen, weil das bedeutet natürlich auch, dass ich gewisse Hardware drinnen habe, die KI-Chips, die schon erwähnten, der ehemalige Apple-Designer, Chip-Designer jetzt bei Tesla jetzt ist, macht die Kameras, die in den richtigen Positionen sein müssen. Und dann ist natürlich noch die Unsicherheit da, ob sie das jetzt kurz mittelfristig schaffen, nur mit Kamera zu fahren.
Wir haben die FSD auf einem unserer Autos jetzt drauf, die FSD Beta, wie auch 60.000 andere in den USA. Und jetzt habe ich gehört, auch in Kanada zum ersten Mal. Und da ist halt noch einiges zu tun. Allerdings, natürlich muss man auch dazu sagen, es geht schneller, wenn man halt mehr Kilometer fährt und mehr Teilnehmer hat. Um 60.000 ist halt dann schon eine ganz andere Größenordnung. Also da ist sicherlich Monetisierung möglich, aber vielleicht auch noch eine andere Art der Monetisierung, nämlich sobald der Tesla seine Art App Store aufmacht für die Autos. Und da reden wir halt nicht dann von Apps, die 99 Cent kosten wie am Handy, sondern das sind dann wahrscheinlich Apps, die 50 oder 100 Dollar kosten oder 20 Dollar. Da wird ein ganz neuer Einkommensquelle aufgemacht, die dann noch einmal Tesla monetisieren kann. Dann haben wir noch mal ein kurzer, wie geht es eigentlich weiter und was ist mit Rivian und Lucid Motors? Da so eure Einschätzung. Und Elon sagte ja in Grünheide, hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche, Graphene sei zu aufwendig herzustellen für Batterietechnik. Trotzdem interessant. Alfred, also du vielleicht zu Warta selber kann ich nichts sagen. Also zu Warta kann ich was sagen, weil es ist ein Aktienfavorit von mir schon relativ lange. Also ich verfolge die Warta schon seit dem Börsengang vor, ich glaube, mittlerweile 5 Jahren. Damals noch zu 25 Euro. Jetzt sind wir mittlerweile bei knapp 100, um die 90 Euro, waren aber auch schon bei 180 Euro. Ich habe damals mich für Warta entschieden, weil damals schon es Ideen gab, dass Warta eines Tages in den Bereich Elektromobilität einsteigen wird. Da ist man jetzt gerade dabei. Man ist groß geworden, klar mit Haushaltsbatterien, das war der eine Geschäftszweig, aber richtig Geld verdient hat man eigentlich mit den kleinen Mikrobatterien, die vor allen Dingen in den In-Ear-Kopfhörern zum Einsatz kommen, unter anderem in den AirPods von Apple. Damit kann man auch ordentlich Geld verdienen. Aber jetzt ist man endlich soweit zu sagen, man hat ja diese Technologie jahrelang sich aufgebaut, dass man jetzt diese Technologie aus diesen kleinen Knopfzellen auch in die großformatigen Zellen übertragen kann, aus denen ich dann tatsächlich auch Batterien für Elektroautos herstellen kann. Jetzt ist man gerade dabei, herauszufinden, wie groß man das Ganze machen will, mit wem man das zusammen machen will. Da dürfte es in den nächsten in der nächsten Zeit Informationen zu geben. Also endlich hat er das geschafft, was man eigentlich schon lange vorhatte. Und der Markt Elektroautobatterien, der ist ja um den Faktor 10, 20, 30 größer als alles andere, was wir an Batteriemärkten vorher gesehen haben. Das sind ja Gigawattstunden, die da verlangt werden. Und wenn Warta seine hohe Qualität und vor allem auch ist offenbar möglich, kleinere Batterien mit der neuen Batterietechnologie innerhalb von 6 Minuten zu laden. Das sind natürlich fantastische Zeiten. Da bin ich mal gespannt, wie groß das wird, was man da machen wird. Auf jeden Fall ist es sehr spannend. Und das Interessante bei Warta ist, dass man, es gibt ja auch viele Batterie-Startups. Da hat man immer das Risiko, was, wenn das nicht funktioniert. Und Warta hat den Vorteil, man hat schon ein solides Kerngeschäft, sogar 2 Kerngeschäfte, Mikrobatterien und Haushaltsbatterien und auch noch Solarbatteriespeicher. Und jetzt obendrauf haben wir diese Elektroauto-Fantasie. Diese Kombination finde ich sehr interessant. Ich weiß, dass du kein Freund der Wasserstofftechnologie bist, zumindest nicht im Auto. Ich wüsste gar nicht genau, wo. Also auch nicht im LKW, da auch mit Sicherheit nicht. Vielleicht im Flugzeug, vielleicht. Ja, wir sind ja im Bereich der erneuerbaren Energien hier auch thematisch unterwegs. Und was sicherlich alle hier in der Runde bejahen dürften, ist, dass wir für die vollständige Energiewende ein bisschen mehr brauchen als Sonnen- und Windstrom und Elektroautos und Elektroheizungen oder was auch immer. Sondern wir werden vor allen Dingen auch Speichertechnologie brauchen. Da frage ich mich natürlich jetzt, welche Technologie dürfte da ein großer Player werden, was Speichern von Energie angeht, weil ich kann es mit Batterien machen, ich kann es aber auch mit Gas machen, Power-to-Gas, Stichwort, das kann dann auch Wasserstoff sein, um eben gerade so Zeiten, Wintermonate, drei Monate scheint die Sonne nicht und der Wind weht nur mäßig und wir haben große Industrien in unserem Land und in vielen anderen europäischen Ländern natürlich genauso. Man denkt mal, eine Stahlindustrie, wahnsinnig energieintensiv. Wie wollen wir die versorgen, wenn nicht aus irgendeinem Art Speicher?
wer könnte denn da die richtige Technologie parat haben? Wasserstoff, denkst du, dass das da vielleicht ein Thema sein könnte? Ging die Frage jetzt an mich? Ja, an dich, genau, weil ich weiß, dass du von Wasserstoff nicht ganz so viel hältst. Also um es mal ganz, ganz kurz zu machen. Es gibt ein Kernargument, das Wasserstoff eigentlich ausschließt aus vielen Dingen. Und zwar ist es einfach das, wenn ich Strom habe und den in einer Batterie speichere, verliere ich, und wenn ich ein Auto antreibe, ungefähr 15% der Ursprungsenergie. Wenn ich aber aus dem Strom, den ich habe, erst Wasserstoff mache und ihn dann wieder zurück umwandle, ihn zwischendurch transportieren muss, da verliere ich ungefähr 70% der Energie. Das heißt, ich brauche bei Wasserstoff die dreifache Menge an Ursprungsstrom, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das ist so unwirtschaftlich, dass es sich wirklich nur in Ausnahmesituationen lohnt. Zum Beispiel, eine Anwendung ist Gabelstapler. Gabelstapler fahren 24 Stunden in großen Lagern. Die kann ich nicht 3 Stunden an die Batterie hängen, da verliere ich zu viel Zeit. Das heißt, da macht Wasserstoff Sinn. Oder vielleicht auch in Flugzeugen wegen des Gewichts. Aber im Pkw-Bereich, im Lkw-Bereich ist die Batterie unschlagbar, weil es auch einfach günstiger ist. Ich muss ja vor allem diesen Strom für Wasserstoff auch erstmal erzeugen, die dreifache Menge. Das heißt immer, ja, den erzeuge ich mit überschüssigem Windstrom. Wir haben nicht viel überschüssigen Windstrom und um die Mengen zu erzeugen, um Fahrzeuge anzutreiben, da brauche ich in Deutschland aber 100.000 Windräder, die aber Tag und Nacht laufen müssen, immer kontinuierlich. Also das ist alles sehr fantasievoll, hört sich gut an, aber ist in der Praxis nicht umzusetzen. So, da ist die Batterie als Speicher sicherlich führend in den meisten Bereichen. Wie gesagt, wie du schon richtig sagst, was mache ich denn, wenn im Januar, Februar, 2 Wochen, 2 Monate die Sonne nicht scheint und vielleicht auch noch Flaute ist? Das wird dann schon schwierig. Da kommt sicherlich auch Wasserstoff ins Spiel. Aber der Kernspeicher oder der Hauptspeicher Nummer 1 wird die Batterie sein in allen Bereichen. Das ist eine ganz klare Aussage. Mario und Oliver, geht ihr das mit? Mario, bitte. Ja, ich sehe das genauso. Ich bin selber ja echt technischer Chemiker. Ich bin der Chemieingenieur. Die Art, wie heute Wasserstoff hergestellt wird, aus Zerlegung von Kohlenwasserstoffen, aus Gas oder aus Flüssiggas, ist nicht grün, ist überhaupt nicht grün. Und die einzige Form, Elektrolyse, die braucht wirklich, so wie der Alfred auch schon gesagt hat, so viel Energie, dass es wirklich unwirtschaftlich ist. Man sieht das ja bei den Toyota Mirais und diesen Fahrzeugen, die kaufst du ja und du tankst gratis, weil der Wasserstoff viermal so viel kostet wie das Benzin und das würde dann keiner kaufen. Also das ist, da kommen technisch noch eine ganze Menge anderer Sachen hinzu. Der hohe Druck, den du reinstecken musst, weil das ist ja eigentlich ein Gas, das heißt, du musst 700 Bar, damit das flüssig ist, dann diffundiertes Zeugs. Das ist ja nicht einfach zu handhaben. Ja? Das ist etwas, was die unangenehme Eigenschaft hat, durch sehr viele Materialien zu diffundieren und damit verlierst du das Ganze. Das heißt, da müssten eigentlich mehrere technische Durchbrüche passieren, damit es in den wirtschaftlichen Bereich kommt. Und das macht es schwer. Dasselbe gilt übrigens auch für E-Fuels. Ja. Nur damit ich einen alten Verbrennungsmotor weiterlaufen lassen kann, jetzt stecke ich dann noch einmal jede Menge mehr Energie rein, um diese E-Fuels zu erzeugen. Und die einzige wirkliche Art, wo das vielleicht Sinn macht, ist gar nicht im Transportbereich, sondern in der Produktion, zum Beispiel Stahl oder so, also im Industriebereich, wo man Wasserstoff bringt, um andere Sachen zu ersetzen. Aber so, ich stimme dem Alfred dazu. Zumindest einmal dieses Jahrzehnt oder vielleicht sogar dieses Jahrhundert hat Wasserstoff in der Mobilität. Im 19. Jahrhundert hatten wir Dampf, im 20. Jahrhundert hatten wir Öl und im 21. Jahrhundert haben wir elektrische Batterien. Ja. Aber Wasserstoff ist vielleicht 22. Jahrhundert. Genau, ich möchte die Runde nochmal komplettieren, weil du ein paar Mal sagtest, Alfred, du bist ja kein Wasserstofffreund. Absolut, ich bin auch, die gesamte Runde ist kein Wasserstofffreund, du bist es auch nicht, Nino. Es gibt nochmal 2 Dinge. Ich weiß nicht, ob jeder, der jetzt hier im Chat mit drin ist, weiß, dass am Ende des Wasserstoffprozesses eines Wasserstoffautos eben auch eine Batterie ist. Also ich kenne unglaublich viele, die infiziert sind, damit die mir erklären, Wasserstoff ist die Zukunft. Und wenn ich kurz mit denen spreche, dann erzählen die mir, Wasserstoff wird verbrannt und das ist ein wunderbarer Motor und so weiter. Ne? Also das ist schon mal der erste Fehler. Jetzt gehen wir mal ins andere Ende des Wissens.
Es geht im Moment, es geht um Energiewende, es geht aber auch um Verkehrswende. Und wenn wir in die Zukunft blicken, brauchen wir bei der Energie, da sehen wir ja jetzt gerade ein Riesenproblem, weil wenn wir das Gas aus Russland gar nicht mehr beziehen würden, das ist ja jetzt ein ganz aktuelles Thema, wäre das hervorragend, wenn wir es auch nicht verbrennen. Ja? Das heißt, wenn der Preis richtig hoch geht, dann fördert das also auch wieder den Fortschritt. Und ich wohne ja hier in Oldenburg und bin gerne Richtung Nordsee unterwegs. Und wenn ich dann irgendwo jetzt schon ein Windrad sehe, was nicht läuft, das kann natürlich Wartungsgründe haben, das kommt auch mal vor, ist nicht so oft der Fall. Aber ich sehe manchmal, dass die ganze Reihe abgeschaltet ist, weil die Sonne brutal scheint, Frühjahr, Sommer, Herbst und so weiter. Dann ärgere ich mich schon ein bisschen, dass man diese Energie nicht sofort über die Netze zu Wasserstoff produziert. Also da könnte ich mich mit anfreunden, und wenn man das dann für Containerschifffahrt, Züge, sonst was, ich glaube, bei der Containerschifffahrt bräuchte man viel zu viel Raum auch wieder dafür. Aber wäre mir lieber, als wenn die mit Diesel oder Schweröl über die Meere gehen. Und ich glaube auch, dass wir in 10 bis 20 Jahren, man muss immer gucken, in welche Länder man schaut. Deutschland wird wahrscheinlich immer wieder ein bisschen länger dauern. Es gibt auch Länder, wo es dann noch länger dauert. Glaube ich, dass wir einen unglaublichen Energieüberfluss haben. Wir werden überall Photovoltaik drauf haben, wir werden Wind drauf haben. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass auch im Sommer, eine Photovoltaik läuft ja teilweise im Frühjahr und im Herbst besser, weil es im Sommer schon zu heiß ist. Also jetzt wieder nur auf uns gesehen, wir dürfen nicht immer nur auf Deutschland gucken, dass unglaublich viel Energie da ist, wo man dann versucht, vielleicht auch in irgendwelchen, ich weiß nicht, ob das überhaupt in Kavernen geht, das irgendwo zu speichern und dann eher im Winter wieder freizulassen und umzuwandeln und in Strom. Also, aber die nächsten 10 Jahre, da bin ich dabei. Nächstes Jahrhundert würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass wir in 20 bis 25 Jahren doch mit Wasserstoff arbeiten, wenn wir nicht nur was ganz anderes finden. Also wenn wir natürlich das schaffen, das wird wahrscheinlich irgendwann auch mal der Fall sein, dass die Lithium-Ionen-Batterie durch eine andere Speichermöglichkeit ersetzt wird. Also das darf man auch nie ausschließen. Kann auch sein, dass welche schon daran arbeiten, aber das halt im Verborgenen, Strom zu speichern und überall. Und dann kann Wasserstoff auch schon wieder schlechter aussehen oder nur in speziellen Fällen. Ja, Nino, darf ich das ergänzen vielleicht? Und zwar vielleicht als Hinweis für Investoren, für die, die interessiert sind in neue Technologien. Vielleicht solltet ihr euch anschauen, das schlau machen über nukleare Fusion. Das ist nicht Nuklearenergie. Wir reden hier über diesen Prozess, der in der Sonne passiert, die sauber ist, die aber sehr schwierig zu handhaben ist. Da gab es in den letzten Monaten einige Durchbrüche, was zum Beispiel Magnete betrifft, um dieses Plasma zu halten. Ja. Und da scheinen wir jetzt auf dem Weg zu sein, dass noch in diesem Jahrzehnt, also noch vor 2030, der erste Nuklearfusionsreaktor online gehen wird. Und das heißt, eigentlich sind wir auf dem Weg, ich glaube, der Alfred hat das auch vorher schon erwähnt, dass wir auf dem Weg sind, die Energieversorgung völlig sicherzustellen. Also nicht nur, dass wir diese grünen Technologien wie Windräder und Solarstrom bis 2040, 2050 erreichen, sondern eigentlich Nuklearfusion als ein großes, wichtiges Thema da kommen wird, das industriell eingesetzt werden kann. Und das wäre dann wirklich einer der großen Durchbrüche, was unsere Energieversorgung betrifft. Wir sind aber da in der staatlichen Forschung und Förderung. Mhm. Alfred, weißt du, ob daraus schon Ausgründungen geplant sind, die dann in den Privatbereich gehen? Also mir wäre es ja am liebsten, wenn sowas in diesen von der FDP geplanten Rentenfonds, also wo wir in unserer, quasi, dass wir das sowas dann direkt von der Uni dann überführen, falls es erfolgreich ist und nicht wieder über einzelne. Ja, der Grund, warum ich das sage, Oliver, ist, ich kenne halt einige Venture-Kapitalisten hier im Silicon Valley und die reden alle über die zugehörigen Technologien. Die reden nicht jetzt über den gesamten Reaktor, sondern die reden dazu, dass sie dass jetzt Venture-Kapital eben aufgestellt wird, hunderte Millionen reingesteckt werden in zum Beispiel die Magnete bauen, diese super Magnete bauen,
die einen Flugzeugträger aus dem Wasser heben können, ja, die man halt dafür braucht. Und da werden aktuell mit den all diese Technologien, die einen Nuklearfusionsreaktor ermöglicht, und das Recht, es wird sehr viel an Universitäten geforscht, aber da bilden sich jetzt wirklich Industrien drumherum. Und da wird es interessant, sich das anzuschauen, wer das ist. Die gleiche Frage nochmal an Alfred. Weiß er schon, in welchem Bereich das läuft? Also ich glaube, da kommen wir als Kleinanleger und Kleininvestoren also gerade nicht an, oder? Ich wüsste jetzt nicht, dass das schon Firmen börsennotiert sind, die sich explizit damit beschäftigen. Das ist mir unbekannt. Wie der Mario schon sagt, das wird sich viel im Venture-Bereich abspielen. Vielleicht werden wir es irgendwann auch mal dann an der Börse sehen. Aber es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Vielleicht, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, mal zu fragen, Alfred, wenn ich jetzt nicht nur Aktien kaufen möchte oder direkter partizipieren möchte, gibt es Wege, abseits der klassischen Börse, auch ohne Milliardär zu sein, direkter in Firmen sich zu beteiligen? Gibt es da Systeme oder Plattformen? Da bin ich jetzt nicht so drin in dem Thema. Es ist schon schwierig. Also es gibt sicherlich Venture-Fonds. Das sind große Fonds, die halt wiederum dann Venture-Investments machen. In die kann ich dann als Anleger investieren. Aber so direkt in Investments, dass ich jetzt sage, ich habe das einmal gemacht in einer Brillenfirma, da habe ich dann Aktien gekauft, die nicht an der Börse waren, da habe ich natürlich immer auch die Gefahr, ich kann sie halt nicht jederzeit verkaufen. Ich muss dann hoffen, dass ich irgendwann jemanden finde, der mir dann das Aktienpaket wieder abkauft. Also es ist auch mit Risiken verbunden und ich würde das jetzt auch Privatanleger nicht unbedingt empfehlen in diesem Bereich. Ja. Okay, ja, zum Thema Energie, ich fand das jetzt ganz spannend tatsächlich. Entweder wir finden so eine unendliche und mehr oder weniger brennstoffkostenfreie Energiequelle, Fusion, vielleicht ist es das. Ich stecke da tatsächlich physikalisch nicht tief genug drin, was für Abfallprodukte zum Beispiel entstehen und so weiter, was das also für Rahmenbedingungen auch schafft. Aber wenn ich mir jetzt ansehe, wir haben bei uns zu Hause hier ungefähr 10.000, 12.000 Kilowattstunden Stromverbrauch mit einem Niedrigenergiehaus mit einer tiefen Erdwärmebohrung, die natürlich auch, wo der Kompressor mit Strom laufen muss, auch wenn die primäre Wärme dann aus der Erde kommt. Und wir haben zwei Elektroautos hier im Haus halt. So, wenn das jetzt eine Batterie lösen soll, wir haben hier zwei Tesla Powerwall, die zusammen 27 Kilowattstunden nutzbare Energie haben und wir schaffen damit gerade mal mit einer 10 Kilowatt Peak PV-Anlage etwas weniger als zwei Drittel unseres Jahresstromverbrauchs selber zu erwirtschaften und wirklich auch selber zu verbrauchen. Also der Autarkiegrad, den kriegen wir einfach nicht über die 63%. Das bedeutet also Umkehrschluss, dass mir irgendwie, sagen wir mal, so grob 5000 Kilowattstunden fehlen. Wie viel Batteriespeicher muss ich wohl kaufen, um 5000 Kilowattstunden? Weil wenn es nachher die Hälfte dann braucht, wie soll ich das finanzieren? Soll ich noch drei Garagen bauen, um Batterien reinzupacken? Also mir erscheint das Thema Batteriespeicher für das letzte Drittel der Energiewende, insbesondere wenn das bei mir im Haushalt hier schon so schwer ist, wie soll es dann erst für die Industrie sein? Werden wir irgendwas brauchen, was über die klassische Batterie hinausgeht? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir die ganze Landstriche mit Batterien pflastern. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wie das mit dem kleinen Windrad in den Garten, das geht auch. Ja, da habe ich mich auch mit auseinandergesetzt. Die Renditen da und die Erträge sind tatsächlich so auf dem Land eher sehr bescheiden. An der Küstenregion macht das noch Sinn. Aber das, ich hatte mal tatsächlich das konkret hier gecheckt und dann, weiß nicht, 2000 Kilowattstunden Strom zu machen mit so einem Windrad mit riesig Aufwand und ein paar tausend Euro Investment, das hat sich einfach nicht. Das schien mir dann nicht sinnvoll. Ja, Tobias, du bist wieder auf der Bühne. Energie, das war jetzt das Stichwort. Einmal, warum gibt es in Deutschland wenige bis gar keine Batteriespeicher im großen Format? Ist das zu teuer oder wartet man auf eine neue Technik? Und da so im Anschluss für dich kam auch nochmal was dazu, dass es im nordischen Land eine Firma namens Polar Night Energy gibt, die Wärme monatelang in Sand speichert. Das ist so ein Start-up. Hat sowas Zukunft oder habt ihr da schon mal was von gehört?
Weil das wäre auch eine Möglichkeit in erster Linie zum Heizen, wenn ich die Energie oder Wärme im Sand speichern kann. Ich habe mal gehört, man kann Wärme in Salzlösung speichern. Das gab ja diese solarthermischen Kraftwerke, wo einfach Öl erhitzt wird. Solarthermie nannte sich das. Und da wurde dann die Wärme gespeichert in Salzlake. Aber genau bin ich jetzt auch nicht so informiert. Wie war jetzt nochmal der erste Teil der Frage? Das war der erste Teil, warum gibt es in Deutschland wenige bis gar keine Batteriespeicher? Das stimmt so nicht. Es ist mittlerweile so, dass in Deutschland große Solaranlagen fast nur noch mit Speicher gebaut werden. Eben weil man den Wirkungsgrad und den Stromertrag damit doch drastisch erhöhen kann. Und weil Batteriespeicher mittlerweile so günstig geworden sind, dass sich das auch wirtschaftlich lohnt tatsächlich. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Klar, jetzt haben wir natürlich gerade das Problem, dass durch die hohen Lithiumpreise Batteriepreise dieses Jahr sicherlich nicht weiter fallen werden. Aber langfristig wird das schon immer günstiger werden und wir werden eine drastische Zunahme an Batteriespeichern sehen. Klar, da gebe ich dem Regino recht, dass wir da niemals ganz mit hinkommen. Aber die restlichen Prozente, da haben wir dann eben andere Lösungen. Aber Batterie, da ist noch viel, viel Luft nach oben und in allen Bereichen, kleine, große und auch im ganz großen Mega-Gigawatt-Format. Bevor du, Tobias, die nächste Frage stellst, kurze Frage nach Mario und nach Kalifornien. Kalifornien ist ja nun auch bekannt, recht nachhaltig orientiert zu sein, was erneuerbare Energien etc. angeht. Wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt ja natürlich sehr viel mehr Sonne als wir, aber wie sieht es mit der Speicherung aus? Puh, gute Frage. Das weiß ich jetzt, da muss ich passen, das weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass Kalifornien auch immer Vorreiter war, was Emissionen und Speicherung und unterschiedliche Antriebsformen betrifft. Also wir haben zum Beispiel für Wasserstofffahrzeuge gibt es tatsächlich die Auflage, dass alle 60 Meilen, also knapp 100 Kilometer, eine Tankstelle für Wasserstoff sein muss. Aber ich weiß, es gibt eine ganze Reihe von Windkraftwerken. Wenn man ein bisschen in den Osten fährt, von San Francisco aus, dann fährt man durch eine ganze Reihe. Oder wir haben aber halt viele Dämme auch, die, glaube ich, es gibt hunderte Dämme, die gebaut worden sind vor 100 Jahren damals, also das die große Rezession war, die uns mit Strom versorgen und mit Wasser versorgen für die Landwirtschaft. Ich weiß aber nicht genau, inwieweit hier jetzt große Batteriespeicher da vorliegen. Da muss ich passen. Okay, danke trotzdem. Tobias, was haben wir noch? Ja, wir haben zum Beispiel nochmal eben wieder zum Wasserstoff. Da wurde die Frage gestellt, wie viel Millionen hat Daimler für die Wasserstoffentwicklung in Fahrzeugen in den letzten 30 Jahren bekommen und was ist daraus geworden? Ne? Also Das verstehe ich jetzt eher als rhetorische Frage. Also war die Frage Millionen oder Milliarden? Also hier wurden jetzt in Millionen gesteckt. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich denke, das werden so ein paar Millionen gewesen sein oder vielleicht sogar immer noch sein. Weil ich glaube, ich habe einmal recherchiert fürs Buch, ja, wie viel Geld Sie für die Entwicklung von Elektromobilität an Fördergeldern abgezogen haben. Und da reden wir von jeder Firma mindestens 30, 40, 50 Millionen Euro, also ja. Volkswagen, Mercedes und so weiter. Und die dann aber als Ergebnis immer gebracht haben, dass Elektromobilität nicht funktioniert. Ne? Also, ich denke, um das mal kurz einzuwerfen, komme aus Bremen, hier ist ja das Mercedes-Werk. Und vor einem Jahr, da hat man so viele Wasserstoffautos von Mercedes hier rumfahren sehen in der Gegend. Und das war dann schlagartig vorbei. Okay. Also das war schon die Produktion reingestellt. Richtig. Waren die Fördergelder weg, ja. Genau. Genau, das beobachten wir nur, dass die Projekte so lange gehen, wie die Fördergelder laufen. Ja, ja. Der Volkswagen hatte auf Sylt, auf irgendeiner Insel, da oben in der Nordsee, hatten sie ein Testprogramm mit Elektroautos. Und das wurde dann auch nach ein oder zwei Jahren mit dem Ergebnis, zahlt sich nicht aus, eingestellt. Da sind die Fördergelder, Oliver, ausgelaufen.
Ja, okay. Ja, mit Fördergeldern hat man immer so das Problem, ne? Man möchte Dinge ermöglichen, die Starthilfe brauchen. Manches funktioniert am Ende und manches nicht. Man unkt gerne. Ich glaube aber, dass es trotzdem sinnvoll ist, manche Dinge anzuschieben, um überhaupt irgendwo Bewegung zu haben. Nicht alles passiert von selbst. Auch die E-Mobilität hat einen gewissen Anschub gebraucht, zumindest hierzulande. Tesla hat es ja weitgehend, kann man ja fast sagen, ohne geschafft. Andere Industriebereiche, da läuft es dann nicht so gut. Ne? Ja, jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Ich würde sagen, wenn wir jetzt noch jeder vielleicht eine Zukunftsperspektive wagen wollen, wenn ich jetzt ein Neuanleger bin, wir haben jetzt hier 4 Personen, und vielleicht so jeder so einen heißen Tipp gibt. Ich hoffe, wir sagen nicht alle Tesla. Und jemand sagt, ich brauche noch so ein paar konkrete Anregungen. Aber jeder darf nur einen Wert nennen, den er für die nächsten 5 bis 10 Jahre vielversprechend, besonders vielversprechend hält. Wen würdet ihr denn nennen? Mario, vielleicht fängst du mal an. Also ich möchte jetzt einmal vielleicht über die Elektromobilität hinausschauen. Bei der Elektromobilität haben wir ja heute schon eine ganze Reihe von Firmen, die an der Börse sind. Das sind ja viele durch diese, wir nennen es ja Reverse Spark, an die Börse gegangen. Und ich denke, wir werden dasselbe jetzt bei den autonomen Fahrzeugherstellern sehen. Ja, da kann man heute nicht wirklich investieren als Privatanleger, aber da sollte man sicherlich Unternehmen wie Cruise, Waymo, Zoox am Rad oder auch AutoX und einige chinesische Hersteller am Radar halten, wenn die an die Börse gehen, wenn die so eine Spark machen, dass man dann dort einsteckt, weil das ist die nächste Disruptionswelle, die über uns hinwegrollen wird. Ja, sehr, sehr, sehr spannender Kommentar. Ja, vielen Dank. Oliver, was würdest du hervornehmen? Also mir fällt nicht da ein Wert ein und ich muss auch sagen, ich bin da in der Recherche, Fundamentalrecherche im Moment wirklich zu weit hinten dran. Müsste ich mir vielleicht mal wieder den Aktionär kaufen oder Alfred sein. Ja. Das würdest du. Ja, und den Mario habe ich gar nicht so genau verstanden gerade. Der muss das nochmal ein bisschen deutlicher sagen, damit wir das dann auch kaufen können. Ja, ich glaube, Mario meinte, dass ja diverse Firmen im autonomen Bereich forschen, entwickeln und vermutlich der ein oder andere auch sehr erfolgreich am Markt sich platzieren wird. Stand heute kann man in die aber nicht investieren, weil sie nicht an der Börse sind. Und ich glaube, er meinte, man sollte da drauf achten, wenn einer von diesen vielversprechenden Firmen dann das Börsenpaket betritt, dass man da eben dann versucht, dabei zu sein, weil das die nächste Disruption ist. Ich würde sagen, diese Geschichte in Richtung Wechselrichter, jeder, der eine Photovoltaik baut aufs Dach, der sieht die Problematik dann, dass er am Ende noch warten muss, dass er die Wechselrichter noch bekommt. Also in die Ecke ist schon richtig gedacht, aber ich bin da jetzt nicht in der Tiefe. SMA Solar, glaube ich, ist es. Und aber muss ich mich outen, da bin ich nicht weit genug. Dann sag einfach Tesla. Den Joker, den Ass im Ärmel, kannst du sagen. Ja, also bei Tesla wird ja noch ein bisschen vergessen, dass jeder glaubt, einerseits, dass dieses Vehicle to Grid, das hatten wir vorher nicht angesprochen, auf der anderen, also dass eben die Fahrzeugbatterien auch im Ausgleich von Speicherkapazitäten, Energiespeicher genutzt werden. Da habe ich irgendwo mal gelesen, Mario, stimmt das? Manchmal träumt man ja auch schon von Tesla. Ob Tesla schon irgendjemand da wieder in USA tiefer reingebohrt hat in die Software, dass da Vorbereitungen getroffen werden, weil andererseits hieß es immer, man wird das nicht über die Fahrzeuge machen. Das fände ich dann auch wieder interessant, um Tesla zu boostern. Ne? Glaubst du, es kommt über Tesla oder nicht? Weil die Japaner haben es ja teilweise. Ja, ich meine, Ford, glaube ich, kann das und andere Hersteller bieten das an oder bewerben das bei sich. Tesla ist es, glaube ich, mehr oder weniger ein, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich nur ein Software, ein Schalter, den sie umlegen müssen, um das zu können. Aber ich glaube, die größere Problematik ist, dass die Batterie halt nach wie vor eines der teuersten Elemente in einem Elektroauto ist und die Ladezyklen, die dann durch sowas nochmal hinaufkommen,
unter Umständen die Batterieintegrität oder die Batteriedegradation beeinflussen können, weil du halt sehr viel mehr Ladezyklen hast. Das heißt, das hängt auch davon ab, wie schlau die Haushaltssteuerung dann ist, dass die das nicht das übermäßig strapaziert. Aber ich habe ja allerdings auch gelesen, dass im Bereich zwischen 40% und 60% sehr stark geforscht wurde, dass wenn du die Batterie in diesem Bereich an- und entlädst, also auf- und entlädst, dass da die Degradation fast nicht mehr messbar ist. Ja, ja. Denke ich auch mit neuen Batteriesystemen, wie zum Beispiel diesen 4680er Batterien, die jetzt Tesla einführt, dass wir da wahrscheinlich Sprünge sehen werden, dass das immer weniger eine Rolle spielen wird, dass da Batteriedegradation ist, und dann kann man das sicherlich für sowas gut auch mitverwenden. Also ja, Oliver, wahrscheinlich für uns, für die Investoren, das ist vielleicht etwas, was man beobachten sollte. Wer kündigt sowas an, wer macht sowas, wer baut Batterien, und welcher Hersteller, Autohersteller, Elektroautohersteller kann das dann tatsächlich umschalten, einsetzen, liefern? Ja, und weil es der Nino so gerne hört, ist doch auch das Thema losgegangen in Süddeutschland, ich lebe im Norden, dass Tesla angefangen hat, auch dort Strom zu verkaufen, ne? Ja, das sind weitere Geschäftsmodelle, die sie machen, ne? Das ist natürlich immer spannend, weil sie aufgrund der Technologie, aufgrund der Digitaltechnologie und der Hardware in neue Bereiche reindringen können. Das ist eben auch etwas, wo sie sich stark von einem traditionellen Automobilhersteller unterscheiden. Sie sind halt kein Automobilhersteller. Ja, es ist falsch, sie damit zu vergleichen. Das ist ein Digitalunternehmen, das eben auch Autos baut. Ja, okay. Ja, vielen Dank, Oliver. Alfred, was würdest du denn sagen, wenn du dich für eine Aktie... Ist ja immer schwierig, eine Aktie. Ich habe schon gesagt, Warta ist ein Favorit von mir, und wir haben ja auch gemerkt, dass doch ein zentrales Thema dieser Runde die Batteriespeicherung ist, und da ist aus den genannten Gründen Warta interessant. Aber ich habe natürlich noch was, ich will jetzt nicht sagen die chinesische Tesla, weil das trifft es nicht so ganz, aber es gibt auch viele Parallelen zwischen einem Unternehmen aus China mit drei Buchstaben, nennt sich BYD, steht für Build Your Dreams. Ist in China die Nummer 1, ganz klar, Marktanteil im Moment 27% bei Elektroautos, also ähnlich dominant wie Tesla, man hat allerdings viel, viel mehr Modelle, man setzt auch noch auf Plug-in-Hybride, was mir nicht so gut gefällt, weil Plug-in-Hybride sind meiner Ansicht nach Verbrenner mit einer kleinen Batterie, das sind keine Elektroautos, aber die Firma verkauft auch Elektrobusse, ist also sehr breit aufgestellt und hat ein unglaubliches Wachstumspotenzial, weil BYD, wie fast alle chinesischen Hersteller, fast ausschließlich in China verkauft, sogar BYD im Moment ausschließlich. Man hat also noch den gesamten Weltmarkt vor der Tür, und wir werden es erleben, dass wir auch in Deutschland chinesische Autos kaufen, weil die sind mittlerweile richtig gut geworden. Das wird auch Mario sicherlich bestätigen können, der hat ja auch in Kalifornien schon einige gesehen. Also das ist eine Firma, die auch noch vergleichsweise günstig ist, also während Tesla ja immer teuer war und auch immer teuer bleiben wird, von den normalen Kennzahlen zweifacher Umsatz, das ist jetzt bei Tesla, liegen wir im Bereich 15-facher Umsatz, das ist also eine Firma, die noch recht relativ günstig ist, wie gesagt, das Wachstumspotenzial ist da, und China wird auch im Automarkt ja in die Welt rausgehen, gerade im Elektrobereich, die Chinesen sind bei 20% Marktanteil, ähnlich wie in Europa, also auch hier sehr rasant unterwegs, und China ist der größte Automarkt der Welt. Ja, BYD, spannende Geschichte. Okay. Also Nino, ich nehme jetzt aus so ein bisschen, ich bin ja eher Europäer, auch oft umgezogen, wohne aber in Niedersachsen. Ich nehme jetzt einfach mal die VW-Stammaktie. Weil ich einfach glaube, dass sie die Größe ausspielen können, dass Herbert Diess jetzt ja doch ein bisschen fester im Sattel sitzt und einer der wenigen war, der auch sehr früh schon Respekt vor Tesla hatte. Ich glaube, da sind sie nicht zu unterschätzen. Ich kann mittlerweile, ich bin alt genug, auch mal verlieren zu können, aber wir legen ja jetzt fest, wer hier was tippt. Der Nino nimmt natürlich die Tesla, damit wir sie nicht nehmen müssen. Ja, Mario, was war es bei dir nochmal? Gar nichts eigentlich. Autonome Firmen beobachten und dann investieren, wenn es geht.
Okay, ja, Oliver, finde ich großartig. Also ich muss dir natürlich recht geben, Volkswagen, also wenn ein etablierter Hersteller und vor allen Dingen deutscher Hersteller ja noch am besten dasteht, dann ist es vermutlich in der E-Mobilität Volkswagen. Da passiert in meiner Wahrnehmung einfach am meisten, ob es dann genug sein wird, um diesen ganzen Wechsel zu überstehen in der E-Mobilität oder Elektrifizierung allgemein oder eben auch in der nächsten Disruption, die Mario auch schon gesagt hat, nämlich das autonome Fahren. Das wird sich dann noch zeigen müssen. Ja, meine Meinung ist, also wenn ihr reich werden wollt, ich muss anders formulieren, wenn ich reich werden möchte, würde ich wohl in Tesla investieren, weil ich auch an den ganz langfristigen, ganz hohen Erfolg bei Tesla davon ausgehe, dass das sich noch eine ganze Weile so weitertragen wird. Und ich hoffe, dass Elon Musk noch sehr lange gesund bleibt und immer wieder neuen, verrückten Ideen und viel Mut reingeht. Er ist da, denke ich, schon ein maßgeblicher Typ, der das da möglich macht. Und ich bin gespannt, ob die DNA, ähnlich wie Apple es bei Steve Jobs, als er Verschiedenes geschafft hat, Steve Jobs in Apple eine gewisse DNA zu etablieren, dass Elon Musk das bei Tesla auch gelingt, dass es nicht ewig an ihm persönlich hängt, ne? Wohin diese Erfolgsstory noch führt. Ich möchte aber eben nicht Tesla sagen. Ich wollte ja auch mich einreihen in etwas anderes. Ich setze eher dann darauf, wenn ihr Geld habt und nicht reich werden euer Fokus ist, dann wäre mir eine Herzensangelegenheit, dann investiert in erneuerbare Energien direkt und selbst, entweder indem ihr Photovoltaik aufs Dach packt, die Heizung erneuert und gegen eine Wärmepumpe austauscht, das Haus dämmt, oder aber auch, wenn ihr kein Eigentum habt, das hat ja nun mal nicht jeder, das ist mir klar, gibt es aber natürlich auch auf fremden Gebäuden und Grundstücken die Möglichkeit, in diese Themen zu investieren. Es gibt zum Beispiel Bürgerenergiegenossenschaften, wo man direkt Geld reinstecken kann. Dann werden da auf Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden von diesem Geld Photovoltaikanlagen gebaut. Es gibt dann auch eine Rendite natürlich. Und so kann man das, ich sag mal, Geld verdienen, auch wenn man damit dann nicht Multimillionär wird, wie vielleicht mit anderen Aktien und Spekulationen, aber dann doch was Sinnvolles bewirken und trotzdem noch ein bisschen Rendite erwirtschaften. Das finde ich persönlich besonders sinnvoll und gut für die Gesellschaft. Ja, jetzt war ich der Streber in der Runde, es tut mir leid. vielen, vielen lieben Dank an Mario Herger, Oliver Dornisch und auch Alfred Maidorn. Hat mich super gefreut, dass das so geklappt hat und ich fand, es war eine sehr spannende Runde. Ich möchte mich hier ganz herzlich bei euch bedanken. Und vor allen Dingen möchte ich aber auch darauf hinweisen, es folgt, also nach dem Spiel ist vor dem Spiel, und zwar der nächste T&E-Talk wird am 27. April stattfinden um 19 Uhr und das Thema wird sein E-Fahrzeugdesign, also Betonung auf E-Fahrzeugdesign. Designer Christoph Reichelt spricht mit Reifenhändler Markus Reber, Daniel Wohlschieß und Ulrich Heckmann. Also wir werden mal darüber sprechen, über das Thema Design beim Fahrzeug und was speziell auch im Hinblick auf Elektromobilität da möglich ist und wohin so designtechnisch die Reise geht. Warum gefallen uns manche Dinge und manche Dinge vielleicht auch nicht? Also mal wieder was ganz anderes. Und da wäre ich sehr froh, wenn ihr dabei seid, damit ihr das nicht verpasst. Ganz wichtig, neben dem Daumen, den ihr hoffentlich jetzt für das Video nach oben drückt, den Kanal zu abonnieren und vor allen Dingen alle Kanäle. Wir sind ja hier nicht nur bei mir auf Buzzing Danzai auf YouTube, sondern wir sind auch auf Twitch beim T&E Magazin und auch dort auf YouTube und auch beim Tesla Welt Podcast von David Reich auf YouTube. Also am besten einfach alles mal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr das nicht. Vielen lieben Dank euch in die Runde. Und auch vielen lieben Dank, liebe Zuschauer, dass ihr da wart, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr Kommentare und vor allen Dingen Fragen reingepackt habt. Das ist genau das, was wir hier sehen wollen. Dafür machen wir den T&E-Talk im Live-Format. Vielen lieben Dank und ja, lasst uns zusammen die Welt retten, sage ich immer, mit nachhaltiger Energieversorgung, nachhaltiger Mobilität und so weiter und Investment, wo ihr noch was für die Altersvorsorge tun könnt, ist das, glaube ich, mehr als angebracht.